Melissa, grüß dich, wie geht's dir? Golf Diesel, ne? Das ist Herbert. Hi. Herr Herbert. Ja, hallo. Wie geht's dir? Alles fit? Was hast du für ein Hütchen auf? Wie? Cowboy-Hut. Ach so, ja, weil ich doch keine Haare mehr habe. Ich finde dich viel erotischer ohne Haare. Echt? Und das meine ich nicht untenrum. Weißt du, was ich meine? Okay, ja. Also untenrum schon Haare und obenrum aber nicht. Da Ah, nee, wie hast haben du wir denn da? wachsen lassen? Aber nicht ans Telefon rangehen, ne? So eine ist mir das. Geh doch, Ne? ruf doch zurück. Ne, ich meine dich nicht. Was machst du? Turbo da? Ich Der wollte dir nur Opa. sagen, ich bin jetzt am Stadtpark oder aus dem Knast raus, dass du Patty, Bescheid ne? weißt. Bödecke. Jo, Riva, wie geht's dir? Dreckiger Felix, grüß dich. ja, sorry, ich musste nur kurz der Freundin Bescheid sagen. Die ist gerade nicht ans Telefon rangegangen. Ja. Ja. Ja, Okay. ich war im Gefängnis. Ja. Was? Hey? Warum? Ja, scheiße, bisschen was schiefgegangen beim Überfall. Hast du Shops geklaut wieder? Was? Hast du in Shops Wie? wieder geklaut? Ja. Oh, da fällt mir ein, in meinem Auto ist noch Diebesgut. Scheiße. Das. Ja, wie gut, dass ich davon erzähle. Kannst du mir geben? Ich hab dann ab für den 100er. Was? 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 Nee, habe ich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich kann sie mir geben. Und dann? Ich kaufe dir dann ab für den 100er. Okay, komm mit. Echt? Jawohl. Puh, obwohl ich habe gar keinen Platz. Hast du keine? Wie Du hast viel hast du denn da? eins, glaube ich nur. Ja, mein Auto muss ich erstmal abholen. Das steht noch irgendwo in Timbuktu. Wieder heute von den Cops abgehauen. Hallo, was geht ab? Vor ja nix und selbst. Okay. Wie vor der Polizei abgehauen, warum? Ja, weil die mich erwischt haben, vielleicht. Ja, warte mal. Ja. Da ruft mich, wer ist denn das? Günther am Arsch geleckt. Hallo. Warte mal. Schmoker? Ich bin's, der Günther Matuschek. Na, hallo, Günther. Ich grüße dich, mein Freund. Meine Informanten haben mich gerade angerufen. Du treibst dich beim Würfelpark rum, ist das richtig? Ja, ich wollte gerade zum Auto gehen mit dem Herbert. Herbert? Ja, Herbert Line. Ist das der vom Shaved-Magazin? Ja, richtig, das ist der. Ja, Ja, wir sind ich hinten am komme. Parkplatz beim Würfelpark. Dieser größere Parkplatz da hinten, oder was? Ja, richtig. Alles klar, du, dann bin ich da gleich auch, wo nicht? Wo ist mein Auto? Das weiß ich nicht. Wo ist denn mein Auto? Hast du das? Ach, das steht noch da, wo wir geklaut haben. Wieso wir? Ja, du hast im Auto da auch was drin. Ich habe gar nichts im Auto, ich weiß nicht, was du meinst. Hast du das schon verkauft? Ach so, ja. Dann Zwinker, zwinker, kicher, kicher. hast du denn ein Auto? Ich habe ein richtig schickes Auto. Für mehr als zwei Personen? Nicht wirklich. Also, ja, bist du in der Nähe vom Park? Dann können wir mein Auto holen. Ja, ich bin in der Nähe vom Park. Ich bin quasi da. Okay, dann komme ich nach vorne jetzt. Ja, ich komme jetzt zu dem Ja, gut, okay. Bis gleich. Parkplatz. Jo. Ich habe. Hallo. Hallo. Den hab ich halt gesagt, dann können Sie den Rest auch Ach du abmachen. Sch Ich Oh, ärgere mich du so, dass ich da Scheiße. gestern so einen Tagtraum hatte. Weißt du, ich träume da vor mich hin und so. Und der kommt im Rasierer und ich habe es erst gemerkt, als er angefangen hatte und schon durch die Mitte war. Ja. Jola, danke Ja, schön für halt den habe ich Sub. gesagt, mach so Rest Vielen, auch vielen ab, Dank. weißt du. Ja, ich Und wollte ihn Bilom auch, anklagen, danke schön an aber dich. Vielen, vielen ja, Dank, keine Bilom. Ahnung, der hatte einen schlechten Tag. Egal. Oh, Ja. Herbert, Ja. der Günni fährt mich schnell mein Auto holen, ja? Ja, okay. Und Ja, komme warte. wieder nach hier. Wohin musst du denn? Da im Norden zum Shop hier, im Norden der Stadt hier zum Shop. Da ist ein Ja, kann er Parkplatz. mich auch mitnehmen? Der hat nur zwei Plätze. Oder Ach so. hast du einen Viersitzer? Wer? Was? Hey, nein, mein Auto steht auch im Norden. Ich brauche Scheiße. jemanden, der mich da mit hinnimmt. Aber warte mal, hier. Oder könnt ihr mich dahin fahren? Oh, Herbert, ich will jetzt nicht Norden Ja, fahren. gut, dann frage ich. Hier können wir einen Park ja fragen, da irgendwo. Ja. Ja.
Hallo, Ladies. Hallo. Na, alles fit im Schritt bei euch? Ja, ja. Selbst. Ja, auch. Wenn ich euch sehe, bin ich immer glücklich. Die schönsten Frauen von Los Santos. Entschuldigung. Oh. Guten Abend. Haben Sie vier Türen? Hallo, Manfred. Hallo, ne? Hast du ein Auto? Hast du von der Deutsche mit auf heute? Die habe ich immer auf normalerweise. Ach so. Die hilft mir vor der Strahlung. Da oben die Strahlung? Nee, da oben, ja, da oben die Strahlung. Da? Oben? Hinter den Wolken. Ja, Herbert, du hast auch kein Auto stehen, ne? Was für ein Auto hast du, Manfred? Hier das. Hier meins gegeben, dass ihr zu hoch fahren könnt, aber Passen da vier Leute rein? Nee. Ja, das ist blöd. Dann müssen wir das anders machen. Weil der Günni ist auch da. Der Günni ist auch da? Der ruft mich gerade an. Ja. Schmoker, Immobilien an und Verkauf. Matuschek, Günther Matuschek. Grüße Sie, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin jetzt dreimal um den Park rumgefahren. Wo bist du? Seit wann duzen wir uns? Was möchten Sie denn erwerben? Eine Mietwohnung oder ein Haus? Wenn, dann hätte ich jetzt gerne eine Thai-Massage. Ja, Moment, da hätte ich einen Mitarbeiter, der könnte das erledigen. Ich komme vorne zum Park mit dem Mitarbeiter. Mach 300 Dollar, bis gleich. Ja. So, Manfred, komm mit. Gibt Arbeit für dich, komm. Für mich Arbeit? Ja. Ich bin doch gerade aufs Aufgestanden, soll ich wieder arbeiten? Du kriegst du 200 Dollar für, komm. Wie? 200 Dollar für eine Minute Arbeit. Das ist sau cool, da arbeite ich auch 5 Minuten, wenn du willst. Ja, okay. Oder 10. Oder 10 Minuten. Hallo, Shiba. Okay. Hallo. Ich höre den Günni schon wieder. Ist der hier auch schon, oder was? Ja, ich habe den gerade schon gehört, irgendwo. Was hast du eigentlich für ein Lecken drauf hier? Manfred. Was ist los? Was hast du für ein Lecken drauf? Was ist das? Wie für ein Lecken? Wo? Ja, wie du redest. Ah, hey. Na, das ist Eichelborn. Aus Eichelborn komme ich doch. Ich kenne Eichelkäse. Liegt er da irgendwo? Ja, das ist Eichelkäse, glaube ich, Eichelkäse hier unten. Aber du hast immer noch krank, ne? Muss zum Arzt gehen. Nee, Eichelborn ist oben die dicken Eicheln hier. Die dicken Eicheln, die auf den Bäumen wachsen. Also. Da ist der Name her. Nur 33 Einwohner, kenne ich so viele. Ist bei Erfurt. Hast du schon mal gehört in Deutschland? Nee, kenne ich nicht. Ohne mich. Nee, ich kenne mich aber überhaupt nicht aus. In Deutschland, nee. Naja, wo kommen Sie her ursprünglich eigentlich? Aus Deutschland. Aha. Ja. Aber wo ist denn der? Okay. Ich höre den doch irgendwo, Schmucker. Aber. Vielleicht hat er schon doch sein Grill auch schon mal angeschmissen, ja. Was für ein Auto hat er denn nochmal? Ach da, guck mal, ich glaube das Auto, oder? Ist das Auto? Das ist er doch. Das ist er. Also. Ja, hier, guck mal, ja, die Birne. Ich gebe dir sofort meine Nummer. So, also bist du bereit? Ja. 55. Ja. Akasha, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Herbert? Und Timo, vielen Dank auch an dich für den Support. Dankeschön, Timo. Sag mal, ist es Herbert? Ja, das ist Herbert. Oh, was haben Sie nicht die Würstchen verkauft? Herbert hat bestimmt gerade 25 Dollar verdient. Oh. Günni zieht gerade die Hose hoch. Oh. Okay. Ja, Würstchen, ne? Snowdog. Dankeschön, vielen, vielen Dank, Snowdog, für die 5 Monate. Sarah, ne? Quantfly, wie geht's dir? Mo, grüß dich. Ja, hier, das Würstchen-Auto, das macht gleich auf. Aber ich weiß nicht, wo. Ne, wie geht's dir, Schieber? Besser. Das ist gut. Und du bist jetzt Herbert, deine Nummer ist auch 555F, ja? Ja, Herbert Shepard. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Ich lispel nicht mehr. Das ist doch gut. Ja, das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Der Lispel wird auf Stochen. Das gibt ein Gemetzel. Was machen Sie da? Ja, richtig. Weiß ich nicht. Die haben eine Nummer und machen sich für den nächsten Abend schon wieder was aus.
Ja, super. Okay, ich melde mich dann mal bei dir, wenn ich Currywurst brauche. Herbert geht schon wieder fremd. Oder Bratwurst oder so. Der ist schon fertig. Dann kriegst du meine Wurst. Ja. Super. Ey, danke dir. Okay, tschüss. Ja, bitte. Mensch, Herbert und ich suchen sich schon die ganze Zeit. Ja, wie machen wir das jetzt? Der Manfred ist ja auch hier. Genau! Ja, dann lass uns doch eben dein Auto holen, dann kommen wir wieder. Okay, wir holen schnell um mein Auto und dann kommen wir wieder. Nach hier. Ja, hier, genau. Kannst du mich vielleicht zum Yellow Jack hinfahren, Shiba? So. Okay. So, wir holen eben dein anderes Auto. Manni, du wartest, ja? Fahr los. Ja, ich wurde hier, genau hier bei mir stehen. Okay. Oh, was hat Herbert an? Tidi! Mensch, Mucka, was war das denn? Danke für den Sub, vielen, vielen Dank für den Support, Tidi. Was meinst du? Bist du kalt, du zitterst so. Willst du die Heizung abmachen? Nee, ich hab ich immer, wenn ich aufgeregt bin. Ach so. Weil ich mag das nicht. Du warst gerade im Team mit Herbert und dann. Wir haben kein Team. Was für ein Team? Nee, nicht Team, in Team. Mit Anfassen und so. Wir haben uns nicht angefasst. Warum hast du Herbert $25 gegeben? Ich hab dir gar kein Geld gegeben. Macht er umsonst jetzt? Wow. Ja, also zumindest wollte er jetzt kein Geld. Aber wir waren auch jetzt nicht Interim. Also, ja. Man sagt ja auch Interimstrainer, ne? Ja. Warte mal. Was ist das denn für einer? Weiß ich nicht, warten ja. So. Der hat Zeitdruck. Ja. Ja, gestern war schön, ne? Gestern war richtig schön. Ja, haben wir gut gelacht, ne? Ja, da... Ich habe heute Morgen nur, ich hatte tierische Kopfschmerzen, als ich wach geworden bin. Ja, das ist vom Pilz. Fuß? Nee, Glatzkopf. Glatzkopf, ach so. Ja. Sind wir hier richtig? Wo fährst du denn hier? Du musst drehen, zurück. Ja, ne? Oh! Die armen Würstchen im Kofferraum. Warte, ich habe mir jetzt auch Lagerplatz besorgt. Oben im Norden? Oh. Die Kopf. Du hättest da abbiegen sollen. Ja, der Mann, die Kopf, soll ich mitten auf der Straße drehen? Du bist der Drogenbaron Nummer 1. Ich habe ja Sachen gestern über dich erfahren, der ganze Staat sucht dich. Was? Wer hat denn das gesagt? Dem wird direkt die Zunge rausgeschnitten. Da gibt's Sachen. Ja, das ist, glaube das war der eine, dem die Zunge so angesprochen ist. Ich habe ja Sachen gehört, du bist ja hier wirklich. Ja, der Pate fast. Ne? Der Baron. Der Baron, ja, du bist... Ich bin auch der Einzige, der bis jetzt einen Polizisten mit einer Achsenohr fast abgeschnitten hat, abgehauen. Aus Meppen? Nee, wie Meppen. Was willst du denn Meppen? Aus Meppen hast du gerade gesagt. Nee. Guck mal hier, kennst du den schon? Guck mal hier, guck mal da. Das ist ein Tomahawk. Da habe ich ein Polizistenohr mit fast abgehauen. Ja. Ja. Der Kreis schließt sich, weil gestern erzählte Manni ja auch was von einem Mohawk. Ja, Tomahawk. Tomahawk. Mhm. Der Kreis schließt sich jetzt komplett. Apropos Kreis, ich brauche neue Ringe. Was für Ringe? Ja, ich kenne dich. Heiraten? Ich kenne dich ja noch nicht so. Du darfst dann nichts von erzählen. Ich erzähle gar nichts. Ich habe Störungen. Verhaltens ist? Nee. Tiefer. Verhalten ist Kopf. Es ist Mund-Darm. Verdauungsstörung. Nee, noch tiefer. Ich hab Probleme bei der Sexualität. Ja. Sag mal so, ist die Nudel nicht mehr al dente? Wie war die alte Dente? Ja, ich kenne die gar nicht. Wer ist das denn? Nein, ist die Nudel nicht mehr bissfest? Also ist die schon durchgekocht? Bommelt die? Ja, ich will mal so sagen, wenn du Nudeln in Wasser schmeißt auf dem Herd, ne? Ja. Knallst halt auf Kochen auf 9, ne? Und lässt halt 30 Minuten kochen, so sieht das aus. Mein Herd geht nur bis 5, was mache ich denn dann? Ja, hast du auch Probleme? Nee, bestimmt, mein Herd geht nur bis 5. Ich kann 2 Stunden, bevor der weich wird. Echt? Und da habe ich so Ringe.
Ja. Habe ich, sie hat immer Dichtungsringe benutzt, aber habe ich keine mehr. Ja. Jetzt hatte mir einer gesagt, kannst du im Internet bestellen. Den Scheiß. Dichtungsringe, du brauchst richtig, da gibt es speziell Kockringe. Ja, ja, genau. Ja, ja. Muss ich mir auch holen. So, sollen wir mal zum Park runterfahren, aber erzähl nichts, ne? Nein, wenn nicht, ich kenne da was hier. Da gibt es nämlich auch Vakuumtherapien. So. Was? Vakuumtherapien. Das wollten die mit meinem Kopf mal machen. Oh, oh, der Doktor, der hat gesagt, hier, Smoker, du hast nicht mehr alle, ja, ne? Du bist nicht mehr richtig in der Birne. Ja. Du bist, ja, du fällst aus dem Raster. Und da wollten die mich auch vakulieren oder sowas, keine Ahnung. Gott. Nein, du bist nur an, du fällst ein bisschen aus der Rolle, aber das ist doch alles, hör mal. Ja, das auch. Günni. Ja. Hast du Bock? Wie meinst du das? Lecker kiefen? Ich bin ja heute irgendwie im Feierabend. Ich komme mir mal einen freien Tag, gib mir eine Lunte. Warte. Hier, bitteschön. Warte, ich muss mal gucken. Warte. Jo. Warte. Vorher hier. Jo. Gut, ne? Also du rauchst sonst gar nicht, ne? Gar nicht so. Schön. Lecker Kiefern immer. Ja. Oh, ich liebe das, ne? Das ist richtig schön. Das fühlt sich so weich an, ne? Wie Weichspüler. Ja. Weichspüler, ja, Weichspüler ist genau das Richtige. Weil hast du heute gegessen? Vorhin noch eine Lasagne. Ja. Und Currywurst. Currywurst und Lasagne. Ja. Oh, ich hatte... Ja, man kennt ja, kommst du von der Schicht, was Schöne gebe nicht als die Currywurst. Ich hatte Fisch mit Spinat und Kartoffel. Was ist für ein Fisch? Richtig Fisch oder Stäbchen? Tiefkühlfisch. Mir fehlt der Fisch. Ja. Aber ich weiß noch nicht, ich muss mal eine gute Stelle suchen, wo ich Fisch angeln kann. Ja, hier in Los Santos. Ja. Gibt's hier nicht eine. Also, wollt selber fangen, nicht hier. Ich hab. Obwohl, jetzt so schön Lachs. Ja, das war lecker, ne? Komm, wir fahren runter. Willst du bei mir mitfahren oder willst du selber fahren? Ja, easy, baby. Ja, weißt du eigentlich, dass die mittlerweile. Da die mittlerweile Drogentests haben hier? Ja, ist ja egal. Darf man hier nicht konsumieren? Ja, aber nicht fahren. Ja, ich feier nicht. Also. Ja. So. Weil ich pack mir mal eben noch mal eine Würstchen in Kovar. Ja. Ein bisschen gekühlt? Ja, Mann. The Teach. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Und Michael Sinatra, vielen Dank für 11 Monate. Dankeschön für den Support. Mensch, Und Lonti ist im 9. Schmucker. Ja. Ich sag mal, du hast ein richtig tolles Auto, wenn man keinen Wert auf Aussehen, Fahrgefühl und Geschwindigkeit legt. Das hat Turbo, das Auto. Ja. Pass mal auf. Ja, guck. So. Ja. Wo fahren wir hin? Zum Manni wartet am Park. Ach, zum Park, ja, ja. So, pass mal, kann ich dir zeigen. Guck mal, Beschleunigung hier. Ja, ich Vollgas. So. Ja, ich bleib dran. Ja. Er kommt langsam. Ja. Warum warte? So. Schalte doch mal hoch. Nee, ich bin ja schon im 4. So. So. Berg runter rollt er richtig. Berg runter. Wenn jetzt aber einer von der. Da musst du keine Angst haben. Wir sind bekifft. Wir merken eh nichts mehr. Ja, ja, ich bin bekifft, aber ich hab ja nur geraucht. Ich hab mir jetzt nicht mehr mal kein Essig reingeklabockert. Ne. Lonti, danke schön. Mein Gott, ich gleich Schmacht. Turbonetz, herzlich willkommen. Ihr spendet vom Locuto. Locuto, mein Schatz, danke schön. Vielen, vielen Dank. Wo hast du ein Geschenk gekriegt? Ja, hab ich gekauft. $21.000. Ja. Ja, das war gut investiert. Hat der Dodo mir empfohlen. Das war ein komischer Vogel bestimmt, ne? Nee, das ist mein Freund. Geht da was? Wo der hingeht, links, das weiß ich. Was?
Also, ja. Geht aber, warte mal. So. Können wir hier parken? Wenn man frei ist. Aber ich habe hier immer Sondergarage, warte mal. Wieso hast du hier eine? So. Ja. Wieso darfst du hier rein? Ja, normalerweise ist das Herbert seine Autogarage, wo der mit den Freiern immer parkt. Das Tor geht normalerweise dann zu, weißt du, was ich meine? Ach so, nee, weiß ich nicht. Ja. Der ist dann ungestört hier. Ach so. Ja. Der Herbert. Herbert Line. Ne, Shepard. Auch. Und Lokuta. Der heißt Herbert Shepard, der hat. Lokuta hat noch ein Subgeschenk raus. Vielen Dank. Ich das so sehr, sehr lieb. Herbert Shepard. Und herzlich willkommen rundum. Dankeschön. Ja, der nimmt immer verschiedene Namen an. Was? Ja. Was? Loot funktioniert nicht, Kinders? Wie lange sind die Drogen eigentlich nachweisbar? Meinst du wegen Kiffen? Ja. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Was ist, was steht hier da nackt? Guck mal, was ist das denn? Hä? Da vorne. Oh. Ja, da, oh ne, Bikini. Bikini ist aber, ich sag mal, die können tragen. Warum macht man? Wo ist denn Mann jetzt hin? Das weiß ich nicht. Da hinten, glaube ich. Da auf der Ecke. Ja, auch komm. Nackt, ne? Ja, auch nackt. Ist funktioniert Loot Automata? Nicht, Kinders? Nee. Ah, ist wieder Overlay. Ja, hast recht. Money. Oh, Moment. Siehst du dich aus? Die haben gesagt, die wollen unter deinem grünen Pullover hast du bestimmt übelst krasse Muskeln, Manfred. Zeig mal, haben die gesagt. Also ich habe zwar keine Ahnung, was Manfred wieder für einen Hirnzirkus schiebt, ja. Oh Mann, aber er kam halt einfach an und wollte uns das Herz präsentieren, was er sich hat rasieren lassen. Für die Frauenwelt von Los Santos. Günther glaubt das nicht. Günther glaubt das nicht. Günther, ich bin nicht so, du weißt ganz genau. Okay, Loot müsste wieder funktionieren, dankeschön. Der krasse Manfred, ne? Ich bin Manfred, ja. Aber du hast gesagt, du bist doch der Manfred. Ja, weil Herbert vorhin dein Name erwähnt hat. Und darauf hat dein Spruch, oh, hat sich in der Frauenwelt schon rumgesprochen, dass Manfred hier ist. Oder dass ich Manfred bin. Okay, Günther, wir können gehen. Ich bin hier fertig. Also ist fertig. Falls einer von euch mir noch die Nummer zu schieben, dann ist der beste Moment, ich muss los. Wir haben alle vergeben. Ach, okay, alles klar. Wo ist denn jetzt Herbert? Herbert ist mit wem ist der vorhin weggefahren? Das aber mit, wieso? Wo wir weggefahren ist, ist ja auch bei irgendjemandem. Jetzt mal, bist du bekloppt? Wieso erwähnt Herbert mein Name? Jetzt mal mein Schatz. Wieso hat Herbert... Wieso oh, Herbert baller mal lieber raus für X-Mar. Weiß nicht, aber die hat... Da hat sie gerade 5 Subgeschenke für uns rausgehauen. An mich und an euch. Herzlich ja, willkommen. Ja Estatica, nee, Gladys, Andy, ist egal. Steffi, ja. Nachtflug. Vielen, genau, vielen Dank, X-Mar. Dankeschön. Läuft gut. Ich habe Lager alle angemietet heute. Wie groß denn? Na, kleine erstmal. Ach so, ja. Auf, was ist die Schlingerei, Schlingerei? Wo? Oh. Da, die Alte hat den Typen einen gekloppt. Welchen Typen? Oh, der hat ja einen Arsch gekrabbelt, hab ich ganz genau gesehen. Ja. Direkt auf die Fresse. Hier sind nur Perverse. Übel. Unterwegs. Also ich hab noch ganz viele Wienerschen. Yeah. Nein, lass sie schmecken. Ach so, ich hab gedacht für deinen Grill. Der Auto habe ich jetzt nicht hier. Heute ist freier Tag. Heute ist nur Connection knüpfen, ein Rauchen. Und eventuell für neue Dichtungsringe für meinen Grill. Alles klar. Schon. Ne, was für Hallo, Dichtungsringe Gerrit. Brauchen wir da? Dodo. Ja. Wo bist du? Ich bin gerade mit den Jungs unterwegs. Mit was für Jungs? Seit wann stehst du noch auf Jungs, du Idiot? Nein, nicht so. Seit wann hast du denn diese Vorliebe? Ja. Was ich dachte, du willst mal mit einer Frau schlafen. Ja, natürlich. Und warum jetzt Typen? Nein! Oh, Gott, oh ja. Hör doch damit auf! Ja. Keine Typen! Also. Jo. Ja, wir sind am Park, ne? Aber hast ja keine Zeit. Okay, doch, nachher hab ich Zeit. Ja, kannst ja melden, wenn du Zeit hast, ne? Ja, war schön, dich kennengelernt zu haben, Dodo. Was? Tschö!
Tschö. Der hat keine Zeit, der muss mit Typen was machen. Oh Gott. Ich glaube, die sind ja alle irgendwie komisch in der Stadt. Das heißt, ja, ich sag mal, ich soll jedem das eine, ne? Ob von vorne, von hinten, ob, ja, ob Nutella oder Pflaume. Ach, da hast du schon mal mit einem Mann geschlafen? Die Frauen hier, die kriegen ja nichts zu hindern, wa, wenn die alle jetzt hier, Ja. Du meinst aber nicht mich, oder? Ja, dein Job. Oh, Lokuto, noch ein Subgeschenk. So, wir brauchen also, Dankeschön. Was wir heute jetzt noch brauchen, das ist geht raus noch an dich dringend. Los, Lord. Für den Grill-Smoker, ne? Ja, Cockring hast du eben genannt. Ja, och, ich dachte, das wegen Manni dürfte das nicht hören. Was soll das dem Vertrauen der Sache? Was? Cockringe? Ach so. Jetzt muss ich, oh Gott. Das? Ich wollte das extra hintenrum wegen meinem Grill, damit Manni nicht weiß, dass du keine. Die Nudel da nicht mehr. Also, dass deine Nudel. Das habe ich doch gar nicht. Warum sagst du das denn jetzt? Weil deine Nudel geht nicht mehr, deswegen brauchst du Cockring? Oh, das ist natürlich ärgerlich. Günni. Du hast doch, ich hab gesagt, ich für den Grill. Du hast. Ich brauch Cockringe. Du hast das geschworen. Ich hab's ja auch geschworen, du hast es ja auch gesagt. Ich bin verwirrt, Leute. Wir brauchen Dichtungsringe für den Grill. Ja, okay, dann lass Dichtungsringe holen. Für Schmuckockring. Ja, wo krieg. Was? Ach, ja. Ja, wo kriegen wir das denn her? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Weiß, ich würde ja tippen, dass Herr Bert sowas weiß. Warte mal, ich ruf den an. Ruf den mal an. Sag ich ein dringender Notfall. Der ist am Telefonieren. Mit wem? Ja, das weiß ich, das sehe ich doch nicht. Warte mal. Der ist nicht da. Genau das Klingeln ist, dass der telefoniert. Du musst auch mal ganz kurz telefonieren. Ah, jetzt geht's. Ja? Ja, mein Engel. Herbert, mein Schatz. Ja, was gibt's? Hör mal, wo kriegt man Cockringe? Scheiße, im Sexshop. Wo haben wir hier sowas? An der 9. An der 9. Jetzt nicht wegen mir, aber der Günni hat Probleme. An der 6. und an der 9. Nein! Der kriegt keinen mehr hoch. Erzähl dich so eine was? Scheiße! Ja, der wollte schon bei dir in Therapie gehen, Herbert, und richtig dafür zahlen. Der meinte wohl, wenn der Herbert das irgendwie schaffen würde, ihm wieder zu helfen, würde er $1,000 locker machen. $1,000? Was bringt dir das jetzt, wenn deine Nudeln nicht mehr geht? Ich brauche momentan echt Geld. Ich will mein Auto auftun. Ach so, okay. Ja, wir sind ja am. Wo bist du denn? Ich bin jetzt wieder am Stadtpark. Ja, wir auch. Da, hier oben. Also. Hier, an der Treppe. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, komm her. Da ist er doch, da kommt er. Herbert, Smoker, ja. Du weißt schon, wenn du dem sowas erzählt hast, dir dabei nicht geholfen wird, dass du nie wieder italienisch essen ja, kannst, Mensch, weil die Nudeln nicht al dente ist. Ja, hallo, Herbert. Ja. Herbert. Ja, ich hab gehört, du hast hier Probleme mit, mit deinen Würstchen da. Smoker, willst du es ihm jetzt sagen? Oder nee, du musst das erklären, warum du Probleme hast. Danke, Herbert, komm mal her. Es stimmt was mit dem Dichtring nicht. Der ist defekt. Ja, aber echt ärgerlich, ne, mit dem Dichtring. Kann man nichts machen. Das stimmt. Aber das was stimmt. Hat denn Herbert heute an? Das sieht ja echt verbunden aus. Na schön. Aber er hat einen schönen kleinen Knackarsch, gell? Kann man nichts sagen. Von hinten sieht man gar nicht, dass ein älterer Herr ist. Das sieht man gar nicht, ne? Nö. Oh, was ist los? Alles gut? Ja. Ja. Manchmal sind mir das zu viele Leute hier. Ja, stimmt schon. Überall steht nicht rum, ne? Ja. Hm. Ach ja. Was erzählt er denn mir jetzt? Ich glaube irgendwas mit der Dichtung. Scheiße. Von dem Smoker. Ach, von dem Grill, ne? Ja. Ach so, ja. Dass die Dichtung irgendwie kaputt ist. Komm, wir gehen mal hören, was er für eine Scheiße erzählt. Das geht ganz schnell und dann. Das ist für die Frauen dann auch nicht schön. Ja, verstehe ich. Ja. Was für die Frauen nicht schön? Ja, da tut mir leid für dich, mein Lieber. Ja. Ja, weil da helfe ich dir. Das. Ich und wie ist das mit Viagra? Klappt das nicht? Ja, wir brauchen auf jeden Fall viel Blau.
Ja. Und notfalls, wenn diese... Er hat... Er würde das Mokato, er würde gerne angeln gehen. Tintenfischringe tun es auch. Wie für so richtig Fischige, die da Fisch riechen, die helfen ihm dabei. Diese Kalamares, ja. Die Tintenfischringe, die müssen nur klar, das müssen noch Baby-Tintenfische sein. Oh, nee. Oh. Nee, das will also, ich nicht. Ja, und deswegen hat es Smoke auch schon gefragt, wo man angeln kann. Also der steht auf Fisch. Das habe ich nie gesagt. Wenn es fischig riecht und so, das hilft ihm. Hilft dir das, Smoker? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann dir mal meine Hose runterlassen. Oh nee, hast du schon. Nee, du bist nicht rasiert, hast du eben gesagt. Ja, stimmt. Ist ja doch. Aber ich habe ja auch. Ich bin ja da auch. Da kommt die Nacken. Untenrum bin ich ja männliches Pferd bin ich ja unten. Hallo, habt ihr mal eine Minute für uns? Ja, sind von Black County Choppers, der besten Tuning-Werkstatt auf der ganzen Insel. Glaube ich nicht. Ja, oben im Norden. Und die bieten so Tuning an und Lackierung. Also egal, was du willst. Ja, die findet man in Harmony gegenüber von einem Geländewagen. Wer ist denn von euch wer? Sag mal, Smoker, wäre das nicht genau da, Tuning-Werkstatt, das heißt, auch gibt es auch spezielle Dichtsätze und Dichtringe, damit das wieder richtig abgeht? Ja, so? Die haben da eigentlich alles. Die kriegen auch, die können das Beste aus der Motorrad rausholen. Ja. Und wir verteilen so im Namen von Blank County Chopper so gratis Bier und so Gutscheine. 5%, die sind so 2 Wochen gültig. Seid ihr Schwestern? Nee, wir sind beste Freundinnen. Möchte jemand von euch einen Coupon haben? Ey, danke du. Ich hab gehört, die Westen, die sollen besser sein. Und die sind mir auch, ich hab da Freunde, die da unten an der Werkstatt arbeiten. Ja, schön tun die auch. Haben die so auf Motorräder spezialisiert? Nee, Motorräder nicht, aber ich hab auch kein Motorrad. Ja, aber kann sich ja ändern. Hast ja 2 Wochen Zeit, solange ist der Coupon gültig. Also ich reite ja viel, aber keine Motorräder. Was reitest du denn? Hat jemand anderes Interesse? Ich habe hier noch nie ein Pferd gesehen. Was für andere Interesse? Hat jemand von euch noch Interesse an einem Coupon im gratis Bier? Nee, ich nicht. Ja, dann danke. Bitte schön. Ich habe schon einen Coupon, von daher. Danke fürs Vorstellen. Mein Arm darf ich auch nicht rumlegen. Ja, schau. Ja, wie wieder schauen. Das aber gut, so eine Tuning-Werkstatt, wenn wir 5% kriegen, wäre das nix? Auf so einen Dichtsatz? Auf so einen Kolbenring. Ja, aber guck doch, 5% ist gar nichts. Das ist nicht viel. Wir haben alle 5% und wir sind jetzt hier, welcher? Die Dame sagt doch, wir haben 25% genau. Tiva. Ja, hier, kannst du meine haben. Ja. Weil dann hätte Smoker schon 25% für den Kolbenring. Ja, meine auch noch. Das ist der Kolbenring. Ich glaube, das geht nur einzeln oder so. Sollen wir jeder einkaufen? Wie viel brauchst du denn? Ja, einen. Ein. Mhm. Okay. Nur einen. Ja. Worüber reden wir? Du gar nicht. Das geht dich gar nichts an. Worüber... Ich glaube, es geht um Dichtringe von Günther sein Grill. Ja, vom Schmoker Grill, die Dichtringe. Ja. Schmokok. Da ist der Dichtring nicht mehr ganz. Ja, und dann wird die Wurst, dann ist die Wurst so labberig. Ja. Das ist keine Knackwurst dann, ne? Genau, das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir diese Ringe. Weil wenn damit es nicht die dicht Wurst ist, wieder schön knackig wird. Die Wurst wird nur knackig, wenn es dicht ist. Kriegt man denn alte gebratene Würstchen damit auch wieder knackig? Ich denke fast jedes Würstchen, oder? Ja, eigentlich schon. Okay. Das Würstchen bleibt damit auch länger knackig. Also. Ja, wenn es halt immer knackig ist, bleibt es auch lange knackig. Ja, aber wo kriegen wir jetzt die Teile her? Das weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht. Herr Wert! Das, pass auf, das. Shiva, der Günni hier, der schwarzen Lederkönner, der hat Potenzprobleme. Ich habe keine Potenz. Und da haben wir gedacht. Wenn du noch weiter so mich erzählst, dann erzähle ich die Wahrheit über deine Nudel. Wegen seinem Geschäft hat das kein Potenzial. Oh Gott. Potenz. Oh. Shiva, ja, genau. Das Geschäft hat kein Potenzial mehr. Richtig.
Genau, du liegst auf meinem Schuh. Oh, ich muss mal Pipi machen. Och, Herb. Och, Herb. Der kann ich. Ja. Ja. Immer du. Warum hast du mir das denn nicht erzählt, Smoke? Ist Smoker. Darum habe ich auch nie mit dir was gemacht. Guck mal, es hätte so viel laufen können. Ja. Hey. Ach Gott. Das tut mir so leid für dich. Oh Gott. Mein armer Smoker. Ja, ich hör auf zu weinen, dann muss ich auch noch weinen. Ich nehme meinen Arm. Ich nehme meinen Arm, ja. Ja, du tust mir einfach total leid und so. Ja. Deswegen hast du nichts mit mir gemacht. Ja. Weil du dich geschämt hast, dass du keinen mehr hochkriegst. Ja, richtig. Na du Scheiße. Das ist ja nicht normal. Aber bist du nicht mit Shiba zusammen? Ja, aber da läuft ja nichts. Also. So. So. Ja, machen wir eine Eheberatung, legen wir noch einen Taui drauf. Jetzt aber mal Butter in den Fisch. Ja. Das ist ja, heutzutage ist ja dieses Nudelproblem kein Problem mehr. Ist ja wie mit Kopfschmerzen, schmeiß dir was ein, läuft wieder. Das ist ja gleich mit den Nudeln, da brauchst du dir doch gar keinen Kopf machen. Wir besorgen es dir. Also, nein, also, die, nicht wir dir, also, nein, wie ihr, oh, wie nein, ihr besorgt mir das? Dich trinken und, den Blauen. Ja. Für Bumsen. Für Bumsen. Bumsen. Okay. Ja, machen wir so. So, aber du kennst ja so, dass wir müssen entweder zu einem. Ja, entweder fahren wir jetzt zum Arzt. Dann fahren wir erstmal kurz ins Krankenhaus. Ja, ich muss aber erst kurz zur Polizei hin noch. Ja, und dann fahren wir ins Krankenhaus. Ja, ich muss da noch was fragen. Ja. Nicht, dass die mich auf einmal suchen. Ja, so, wartet ihr hier auf mich? 2-3 Minuten ungefähr. Ja, okay. Ich muss noch mein Auto vor der Fahrstelle holen. Weil gestern die Polizei meinte ja, wir reden das nochmal, ne? Das wird Semmeltechniker, Dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Semmeltechniker. Und Kasama, willkommen im 2. Vielen, vielen Dank. Und Hypercrank. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Fabinator, wie geht's dir? Julian, na? Kocht dir alles klar bei dir? Ach ja. Ist die Nudel blau wird? Was? Na, hallo. Kann man ihnen helfen? Ja, ist Olaf da? Okay. Der Olaf? Wie heißt denn der Olaf mit Nachnamen? Olaf heißt Olaf, weil er Olaf ist. Ich weiß leider nicht, wen Sie meinen, aber ich frage mal kurz meine Kollegen, okay? Ja, okay, warte hier. Ja, bitte. Ach, Scheiße, ich hab ein Dispatch geschickt. Ja. Als Sie gerade. 346 zur Leitstelle kommen. Den lösche ich schon. Ah, perfekt, danke. Was? PD-72, da sind sie ja. Ja. Ja, hallo. Ich hab den Schein. Ich war unbedingt eine Vorleitstelle. Schubert, hast du Zeit? Was für ein Schein? Ja. Ach so. Scheiße, ich hätte doch einfach wenden sollen und den nicht machen sollen. Also ich kann das Telefon übernehmen. Als sie einfach weggefahren sind. Ich kann das Telefon mit Blaulicht. So, mhm. jetzt reden zu viele, scheiße. Ja, dann zeigen sie mir den. Ja, bitteschön. Was war das jetzt für ein Notruf? Zeigen sie es mir mal. Kommt ja bitte mit zur Leitung. Was ist jetzt Olaf da? Hä? Was seid ihr hier, die Mainzelmännchen? Oder was macht ihr dahinter? Da kommen ja noch mehr. Hallo, Mister. Hallo, Merino. Ich wollte was fragen. Ja. Ist Olaf da? Ja. Da fragen Sie mal meinen Kollegen am besten. Olaf, wer? Ja, ich wollte was fragen. Ist Olaf da? Das ist der dritte Polizist jetzt. Ja, aber wer ist denn Olaf? Nachname? Habe ich mich auch gerade. Weiß ich nicht. Ein Polizeimann. Weiß er nicht. Ja, wir haben 10 Olafs bei uns hier drin. Das glaube ich nicht.
Ja, dann sind es 5. Das glaube ich auch noch nicht. Ja, natürlich. Vielleicht 3. Oh nein, bitte nicht. Ja, wie? Leute, der Präsident kommt. Haltung. Was für ein Präsident? Neben ihn. Guten Abend, Herr kann man Ihnen helfen? Jetzt. Ist das der Polizeichef? Ich bin gerade nicht vor Ort, okay? Also, okay, gut, was fährt denn der Herr Olaf für ein Wagen? Ein schönes. Ja, was denn für ein schönes? Ein dunkles. Ein Schwattet. Ja, Geländewagen. So, ja, ja, ja. Ja, dann meinen Sie Olaf Meier. Kann sein. Ja, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Westweiler? Also. Jawohl. Ah. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich. Danke. Ja, bitte. Ja, hab doch auch Akten, ne? Ja. Kannst du mal gucken, ob ich da auch eine Akte habe? Nee, kann ich nicht. Warum? Da müssen Sie die Leitstelle fragen. Ich bin hier nur. Ich bin da nicht der Fragekönig. Ich bin bei dir überall rumgeschickt. Ja, da müssen Sie die Leitstelle fragen. Also. Weil ich bin nur ein Streifenpolizist. Für draußen. Okay. Na, deswegen. Ja, jo, danke schön. Jo, bitte. Habt ihr was zu essen für mich? Ein Butterbrot oder sowas. Vielleicht. Achso, hier, Wahnsinn. Hab ich. Habe ich immer auf Seite. Sehr schön. Brauchen Sie noch was zu trinken nachher? Ja. Nee, ein bisschen Geld. Ein Kleingeld. Nee, hab ich nicht. Da haben Sie wohl, wollen Sie mir nur nicht geben. Sie haben jetzt ein Brötchen von mir gekriegt und Wasser. Das sollte aber wohl reichen, oder? Die kann ich doch die Hand nehmen. Wie? Das können Sie die Hand nehmen? Ja, das hat alles gewesen sein soll. Ja, natürlich. Oh. Okay. Ja, da ist doch ein Automat. Können Sie sich Habe ich ja kein Geld. Ah, da außen ist Olaf Meier. Ich habe Olaf gesehen. Der ist da außen gerannt. Wo? Echt? Da außen, ja, da. Ja, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müsste ein Rang höher. Da rechts. Wo? Wo ist Olaf? Da rechts die Straße runter. Da hinten ist er. Da hinten ist er rangerannt, schnell. Dieses kleine Arschloch, ne? Der wollte mich nur raushaben jetzt. Die dumme Sau, oder? Was für ein Penis, ey. Oh, was ist das denn da? Dom Taylor, Dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Dom Taylor. Was ist denn das hier? Na, hallo. Hallo. Wie viel? Sowas gibt's bei wir uns müssen nicht. Fragen, wie viel. Was kostest du die Nacht? Die ganze Nacht? Oder was? Ja. 500. Was macht ihr da im Auto? Wir unterhalten uns. Also, ja, viel Spaß. Kurti, danke schön für den Zap. Schönes Auto, ne? Was ist das für einer? Weiß das? Weiß das jemand? Kurti, danke schön für den Zap. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Paul grüßt dich, ne? Master Zwerg, ne? Was für Lügner. Rex, ja, das stimmt allerdings. Ein Camaro oder Pontiac? Okay. Menzi grüßt dich. Strohhundjunge, wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Dankeschön, mir geht's sehr gut. Kaffeebohne, Steffi. Hä? Was? Ich hatte nur einen Abend. Also, auch so. Wie geht's Ihnen denn? Ja, mir gut und Ihnen? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ja, danke schön. Schönen Tag noch. Oder? Okay, bis dann. So, du Pfeife, was hast du mich eben angestupst? Ich weiß nicht. Irgendwie. Ich mag sie, glaube ich. Was ist das für ein Hut? Okay, $25. $50 die ganze Nacht. Nee, das geht nicht. Warum? Ich hab kein Geld. Ja. Haben Sie gar nichts? Nee. Ich suche immer noch einen, der nett ist und mir aushilft. Ja. Da sind sie bei mir falsch. Nun. Ja, nun, ja.
Ja, würde ich jetzt hier jemanden spontan treffen? Werden Sie reich? Schon. Ja. Ja, ja. Ja. Bin ja immer noch auf der Suche nach alten Freunden. Sowas wie Sie hat Freunde? Wow. Oh. Ja. Haben Sie zufällig ein Auto? Ich habe ein Auto, ja, wieso? Fahren Sie zufällig Richtung Park? Was? Ja. Könnten Sie sie mich mitnehmen? Ja, $100. Da habe ich nicht. Ich habe auch $2.44. Wie jetzt, ehrlich? Ja, ich habe... Pass auf. Oh, pass auf, ich... Da ist doch ein Bankautomat am Start. Ich habe bisher nicht. Warte. Oh! Verpiss dich, du Pissbirne! Mach das nochmal und ich reiß ihren Penis ab! Der hat keinen mehr, so viel hat er schon gevögelt. Ach so. Ja, komm, du kriegst das hier. Holland's Hope Joint. Hier, warte. Warte einen Augenblick. So, hier hast du Feuer, komm. Wo hast du denn den Joint her? Hier, so, mach ran. So. Ja. Lecker Kiefen, ne? Ja. Ich finde es super. Und das vom PD, ja. Ja, die können uns gar nichts. Fixers. Richtig. Alles Assis. Ja. Alles. Und mir fällt ein, ich habe noch Diebesgut im Auto. Scheiße. Ja, mach nichts. Wie? Ich dachte, du hast kein Auto. Also, ich habe zwei. Warum soll ich. Warum soll ich dich denn halt fahren? Ja, zum Park, da steht mein Auto. Ich muss das Diebesgut noch verkloppen gehen. Ach so. Ja. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Mitkommen? Ja, ich rede sehr viel, wenn ich kiffe. Weiß ich nochmal, ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Nein. Komm, fahren wir Auto. Ja. Meiner steht. Hä? Hey. Oh. Mutti, danke schön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Und Crank, dankeschön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Was ist denn das für ein Auto? Meins. Steig ein. Oh, das ist ja recht dreckig. Ich weiß. Oh, Vorsicht. Warte. Das ist auch ein Auto. Ja, hab ich doch bemessen, oder sind wir gegengefahren? Nee, alles gut. Ja, also. Wie heißen Sie denn? Müller. Müller. Helmut Müller. Helmut Müller. Ja. Ja. Und Sie? Schmoker Jared. Auto! Ich komm von rechts! Ja. Wie alt sind Sie? Weiß ich nicht. Alt, ne? Was machst du da? Verpiss dich mit deinem Auto, sonst kommt der Tomahawk geflogen, du Assi. Der ist ja ein bisschen komisch drauf, der Typ. Ja, alles Assi hier. Warum hat der angehalten? Der ist bekloppt. Ach so. Aber sie sind ja schon alt, ne? Ein bisschen. Ja. Das sieht man an der... Fahren sie eigentlich mit mir hin? Oh, jetzt sind sie mir reingefahren. Was ist das denn für ein Scheiß? Und ich jetzt? Der Karre aus. Was soll das denn? Steig aus der Karre bekloppt? Aus. Was machen Sie denn? Sind Sie bekloppt? Können Sie nicht einfach auf meinen Wagen einhämmern? Steig aus! Wieso sollte ich? Halten Sie an, halten Sie an. Ja, aber was ist denn los? Ja, gut. Karma is a bitch. Ja, gut. Warte. Fahren Sie ganz langsam vorbei. La 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 la. Karma. Ach du Scheiße.
Hier. Hier ist Park. Ja, wo musst du denn hin? Ja, hier parken sie noch hier. Da können sie parken. Hier. Ich park hier lieber. Ja. Hier, hier darf ich glaube ich gar nicht stehen. Doch, hier können sie halten. Ja. Ja. Bleiben Sie doch mal stehen. Ich kann doch nicht, ich darf hier nicht parken. Sie haben mich dabei. Ja, was heißt der? Ja, ich bin der Baron. Der Baron. Hier, frei. Das sieht nicht so frei aus. Ich park lieber hier hinten. Ja, hier ist er. Herbert, du alte Drecksau, komm her. Herbert. Oh, scheiße, ich muss mich mal eben umziehen, bevor meine Klamotten stehen können. Warte mal, parkst du da hinten? Ja. Wie heißt du nochmal? Ich park da hinten. Okay, warte, ich komm gleich wieder. Herbert. Ja. Der Opa da, der hat Flocken am Sack, der lebt nicht mehr lange und der ist richtig geil. Oh, ekelhaft. Welcher Opa? Der im Auto. Ekelhaft. Der kommt jetzt. Lange nicht mehr gesehen. Aurora? Ja, hi. Leck mich am Arsch. Warst du beim Arzt? Wieso war ich beim Arzt? Also ja, öfter mal, aber hey. Ja, war das immer alles so groß? Ja. Okay. Besonders untenrum. Oh. Ja, im Gegensatz zum Herber. Oh. Ja. Weird, warte mal, habe ich was verpasst? Ja, so groß ist deiner ja auch wieder nicht, Herbert. Ja, so ein kleiner Alf habe ich. Ja. Komm mal mit, Herbert. Tschüss. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, Herbert. Und ja. Komm. Okay, mach ich, Schatz. Tschö. Hier, wie heißt du nochmal? Müller, Helmut Müller. Ja, das ist Herbert. Puh. Haben Sie eine Zahnbürste? Nee, wieso? Der stinkt. Ja, das ist auch der normale Körpergeruch. Ich sag dir die ganze Zeit. Ja, der Mann hat mich aufgehalten. Ja. Immer hält dich was auf. Du hast Termin im Krankenhaus. Nee, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Warum nicht? Nö. Ich will da keine Operation haben. Du sollst doch keine Operation haben. Ja, die haben aber auch keine Cockringe. Ja, ich muss dann mal wieder. Tschö. Ja, wenn du einen willst, kann ich dir den auch besorgen. Also. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja. Ja. Wo kann man denn da hin? Oder zum Krankenhaus? Ja, zumindest nur unter. Weil es gibt ja jetzt zwei verschiedene oder mehrere Möglichkeiten. Einmal drogentechnisch, dass wir illegal Blaue besorgen oder sowas alles. Oder du lässt dir ganz normal vom Arzt einen Attest geben. Dann brauchst du die Scheiße nicht bezahlen. Weil du musst doch nicht leiden darunter. Ich sag, das ist heutzutage wie Kopfschmerzen. Sicher ist das unangenehm. Und die Ärzte haben Schweine wünscht. Ja. Okay. Also. Was? Wer ist denn das? Pass auf, Herbert! Ja, ey, Vorsicht! Ja, sagen Sie doch was! Scheiße, der wollte jetzt noch deine geklauten Sachen verkaufen gehen! Ach so, Scheiße! Weil der wollte uns umfahren! Warte, wo ist mein Auto? Dann fahren Sie mal zurück! Fahren Sie mal zurück! Warte mal! Hast du schon wieder irgendwo deine Brocken? Ja, ich muss das umlagern bei dem im Auto! Ach du Heiland! Ja, warte, ich komm gleich wieder! Hast du was geklaut? Sitze, aber ich pass auf. Na, hallo. Hi. Na, du? Na, du? Wie geht's dir? Ganz gut und selbst? Siehst hübsch aus. Dankeschön. Ich auch, ne? Super. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön. Wo ist jetzt mal? Wo ist denn jetzt mein Auto? Mokka, du geh doch mal! Also, oh, das. Ach, hier. Das ist dein Wagen? Ja, das ist mein Walter White Auto. Hast du eine Wette verloren? Nee, 21.000 Dollar hat er gekostet. Kannst du mal Kofferraum aufmachen? Wie
ich denn? Was fällt denn da für mich ab? Ja, die Hälfte. Hälfte von was? Vom Geld. Machen Sie mal auf. Ja. Noch mehr? So. Und jetzt fahren wir oder was mit meinem Wagen? Kann ich auch mal in den Kofferraum gucken? Was? Was? Kann ich auch mal rein? Kofferraum. Das ist wessen? Von dem, von dem Mann hier. Also kann ich mal reingucken? Nee. Das weiß ich nicht. Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu rupschen. Mit wem? Mit dir. Ich kenne sie gar nicht. Wer sind sie denn? Hör mal. Wer ist das? Das ist... Hallo. Wie heißen die nochmal? Helmut. Helmut, das ist ein Freund von mir, schon lange. Du gibst mir letztens die Nummer von der scheiß Roswitha und die geht nie an ihr scheiß Telefon ran. Ja, kann ich ja nichts für, wenn die da die Nummer ist, glaube ich, falsch. Was wollen sie von dir? Was? Was wollen sie von Roswitha? Ey, warum steht Dank auf deinem Kopf? Oh. Was sie da? Du hast letztens gesagt, die ist gute. Dann gebe ich ihr was zum Rauchen. Also. Und als. Dann rufe ich sie an und da geht's nicht ran. Ja, da weiß ich nicht, da tut mir leid, da kann ich nichts für. Haben Sie denn die richtige Nummer? Warten Sie mal. Welche Nummer haben Sie? Diktier? Ne, lass ihn erstmal. Nein, nein, nein. Vielleicht hat er dir die falsche gegeben. Ja, er soll erst sagen. Ja, deswegen. 555? Ja. 748169. Halt's Maul. Boah, Bruder, er hat mich mies verarscht. Letztens war drei Nummern. Echt? 342. Ja, dann ist aber versehen. Du Stricher. Was? Du Stricher. Wie heißen die denn? Komm du nochmal zu mir. Wie heißen die komm, denn? Komm, wir hauen ab. Also. Okay, wir hauen schönen ab. Abend noch. Jo, wir sehen uns. Schöne weiße Felgen. Sieht geil aus. Wie Sperma. Zeig dir gleich mal Sperma. Ach so. Hä? Nee. Wo wollen Sie Milch haben? Hä? Was will ich haben? Milch. Was soll ich denn mit Milch? Trinken. Ihr habt eine Laktoseintoleranz, dann scheiße ich den Wagen voll. Komm, schnell ein. Also, ja, aber ich muss vorhin noch Bescheid sagen. Warten Sie. Wohin Bescheid sagen? Dem Gönni. Ich kenn dich. Ich, was willst du eigentlich jetzt? Was, haben Sie Diebesgut im Auto oder ich? Weiß ich nicht. Warte, ich komm direkt. Warte, eine Minute. Oh, wo sind die denn hin? Da. Ich muss mal kurz weg, Gönni. Ja, ruf einfach an. Wer ist das denn, dein neuer Freund, Herbert? Hab mir ein Bild gemacht. Ich kann schon. Also. Stulle. Also, das ist übrigens der Gönni. So, fertig. Wir können. Na, wohin? Ja, wir müssen noch mehr holen. Wo? Hast du eine Waffe? Nee, die muss ich vorhin abgeben, weil ich einen Laden versucht habe zu überfallen. Du bist nicht der Hellste, ne? Hell, doch. Aber? Ich gehe nicht auf Sonnenbank. Also, ja. Fahr mal. Los. Und jetzt? Nein, hier runter. Ach so. Was für einen Shop hast du denn probiert? Ja, ganz links. Bist du bekloppt hier in der Stadt? Nee, auf dem Highway im Westen. Ach so. Ja. Aber da kam die Polizistin. Warte mal, die muss mal fragen, was. Warte mal. Wen, die Polizistin? Nee, Telefon, warte mal. Warte mal. Fällt mich ein gerade. Wo ist das, Alter? Der ist gar nicht da. Nee, der telefoniert. Fahr einfach schon mal los. Wohin? Also, fahr mal hier nach Lager Norden. Ins Lager. Was für ein Lager? Kennst du das Lager nicht? Nee, glaube ich nicht. Guck mal, hast du so eine Karte? Ja. Okay. Da oben ist der See. Ja. Da links drunter ist so ein Schneeschieber.
Auto. Ja. Und da drunter ist so eine braune Kiste. Ja. Da. Also. Dach doch selbst, or age. Ja. So. Vielleicht geht der ja dran. Der erste ist der Stunde gerade telefonieren zurück. Und. Was? Ich ruf dich zurück, ja. Ich bin gerade in der Verfolgungsjagd. Warum? Ja, weil ich Scheiße gebaut habe. Hast du Bank überfallen oder was? Nee. Das Shop? Wär's ja, natürlich. Warum hast du denn verfolgt? Aber der ganze Staat, ja. Weiß ich nicht. Gibt's da Geld, wenn du im Knast gehst? Wie Geld? Ja, so Kopfgeld. Gibt's nee. Sowas? Also. Nee. Ja, ruf mich an, ne? Ja, ich ruf dich an, mein Lieber. No, okay, tschö. Bis gleich. Das war der Frank von Kiez. Frank von Kiez. Kenne ich nicht. Das ist eine Gruppe, eine große Gruppe. Okay. Ja. Ich kenne keinen hier. Wieso? Bin noch nicht lange da. Oder mag dich keiner? Vielleicht auch das. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Also. Du siehst aber relativ frisch noch aus, ne? Geht so. Wie viele Jahre hast du denn schon am Buckel? 70. Du bist doch keine 70 Jahre. Ja. Lass mal fühlen. Warte. Fass das nicht an, ey! Wo packst du denn hin? Ja, ob sich da was tut. Nee, das ist eine Cannelloni in Sülz. Also. Oh. Also, Familie? Nee, weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube, ich habe ein paar Kinder, aber da zahle ich keinen Unterhalt. Ich habe Familie. Echt? Ich habe eine Schwester. Oh, schön. Mhm. Wie heißt die denn? Annabelle. Ja, habe ich gestern noch gesehen. Ach so, ja, schön zu hören. Was? Da freue ich mich. Bist du Single oder verheiratet? Ich bin verheiratet. Ganz oft. Keine Chance, dass ich frei bin. Tut mir leid. Das ist schön, wenn man die Vorgeschichte kennt, ne? Oh. No, warte hier. Okay, ich warte hier. Hier kannst du Lager mieten, ne? Ja, ich nicht. Ich habe kein Geld. Ja, machen wir gleich. Oh, danke. Aber ansonsten keine schlechte Idee. So. Hallo. Na, hallo. Hallo. So. Ach, das ist doch der von Jens. Hi. Ach, schön. Chrissy, danke schön für 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. Galadom, willkommen im dritten Monat. Dankeschön, Galadom. Vielen, vielen Dank. Und Sergej, willkommen im 13. Dankeschön für die 13 Monate. Und Kannibal Lektor, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So Hebel, dankeschön. Musst du aber selber zu. Was? Und Toffchen, willkommen im zweiten Monat. Dankeschön dafür. Vielen, vielen Dank. So, wohin jetzt? Ja, jetzt müssen wir verkaufen gehen. Okay. Oh. Was denn jetzt? Hat der manchmal. Und wo? Im Park. Schon wieder zurück? Ja. Hast du Bock? Warte. Ja.
hier, das ist gegen Magenverstimmtheit. Warte. So. Bitte schön. Direkt essen bitte, ich auch. Ich habe nicht manchmal richtig Magenprobleme. Ich habe keine Magenprobleme, danke. Ja, aber trotzdem Pilz ist Pilz, essen ist lecker, wirklich. Dann wird dann Energie richtig voll wieder. Alles, man fühlt sich richtig gut, ja. Ohne Scheiß. Ja, okay, danke. Bitte. Das ist ja nett von dir. Ja. Das ist... Heiliger Bimbam! Fuck! Hä? Was? Wo bin ich? Was ist denn hier los? Ich wusste schon. Es gibt Paralleluniversen. Das gibt es doch nicht. Guck dir den Kaktus an. Das ist ein schöner Kakti, ne? Mal gesehen? Ja, warte, ich will, warte, Moment. So. Und ab dafür. No. Jo, ich kenne das ja schon alles. Das ist. Oh, ich weiß nicht. Ach so. Ich war es nicht. Hör mal, Helmut war der Name, ne? Ja. Ja, bei so vielen Drogenkonsum, ne, kann das Nachwirkungen haben. Bis zu 2 Tage lang. 2 Tage nach? Ja, dann hüpfst du manchmal wie so ein Äffchen hier am Boden rum und so. Geil. Ja. Affen. Schön. Und jetzt musst du noch einen Joint ballern, direkt hinterher. Zusetzen. Ich hab keinen Joint für hinterher. Hinterher. Ja, bitteschön. Ja. So. Nee, das kann ich schon nicht. Ab dafür. So. Oh, okay. Oh, ich lebe noch mal, bevor ich demnächst sterbe. Rein in die fette Fresse. Ja, so ist das Leben richtig schön. Oh, das Leben. Ja. Oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, das kommt richtig gut, ne? Ah. Das wird alles so tief jetzt gerade. Das hat alles wieder Sinn. Ja. Ich fühle mich klasse. Ja. Ich frage mich immer wieder, wie die das hinfliegen. So neonleuchtende Palmen, das ist richtig schön. Was geht mit dir ab? Weiß ich nicht. Oh. Ich fühle mich gut. Junge, Junge, Junge. Du kannst aber dich toll bewegen. Fick dich. Ja, guck, ich auch. Ich kann auch super tanzen. So. Das sieht gut aus. Ja, das sieht schön aus, ne? Mhm. Ja. So. Ja, ich, komm, wir fahren. Oh, ich muss pissen. Ich muss Pipi. Was? Ich muss Pipi. Okay. Ich lass laufen. Nein. Jetzt. Das Problem ist jetzt, wenn die Polizei uns anhält. Die machen Drogentest. Da muss ich aber mal die Hose ausziehen, ey. Hast du in die Hose gepisst? Ja. Oh. In den Blaumann. Die Warte, kannst... ich schläg dir den Koffer raus. Ja, oder willst du die auswaschen schnell bei mir zu Hause? Oder will ich was? Oder willst du die schnell bei mir zu Hause auswaschen? Ich wohne hier vorne, da drüben, gegenüber. Da habe ich ist mein, das meine. Egal. Ja, dann komm, fahr ja rüber. Nass. Okay, ich fahr rüber. Oh, mir geht's schon wieder ein bisschen besser. Ja, das... Wo genau hin müssen wir? Das sind keine Dominosteine. Da gegenüber, da, hier links. Oh. Oha. Nein, das... Ja, ich... Hier? Nein, stehen bleiben, ja, unter alles gut. Dem Haus? Ja, alles gut, ja, stehen bleiben. Alles gut. Ich kann auch zu dir ins Haus fahren. Ja, dann. Wo wohnst du denn? Hier rechts. Hier rechts. Geradeaus. Ja. Rechts. Rechts. Huu! Hier rechts. Jetzt. Rechts, rechts. Ja. Geradeaus. Ja. Rechts. Hier. Ja. So, komm. Leck mich am Arsch. Nein, nein, das macht Herbert. Nimm deine Wer ist dieser Herbert? Wäre gerne eine Frau, hat aber einen Pimmel. Ja. Okay, lassen Sie sich drüber reden. Dann nimm deine bepisste Hose mit raus. So. Ja. Oh Gott, mir geht's komisch. Also, komm. Und Finger weg von meinem Kühlschrank. Okay.
Ich habe die Zimmernummer 0. Ich warte, ich mach mal. So, mal gucken. So. So. Also. Hier mal die. Wo bleibt ihr denn? Komm doch rein. Hallo? Komm. Ja. Heilige Scheiße, was bist du denn nackig? Ja, ich dachte, warum bist du denn mitgekommen zu mir auf mein Hotelzimmer? Ich wollte nur die Hose waschen. Ach so, ja, komm mit Badezimmer. Was ist das denn? Ist ja eine schöne. Du sollst, lass die Finger aus meiner Tasche. Aber, oh. Ja, okay. Oh, da hält schon wieder Sachen. Pistole. Der hat meine Pistole geklaut. Gleich. Da war eine Pistole drin. Nee. Doch. Wo, kann ich waschen? Hier. Da. Waschmaschine. Okay, danke. Forelli, ne? Das ist ein Sausack, Alter. Das ist ein richtiger Sausack, ey. Wie geht das? Ich drück mal hier einfach drauf. Der hat mir jetzt Magazin geklaut und Pistole, oder? Waschmaschine läuft. Meine Pistole ist weg. Echt? Ja. Hier liegen auch deine Hotelzimmerschlüssel. Ja, ja, genau hier. Die bleiben auch da liegen. Okay. Ist die Hose gewaschen? Weiß ich nicht, Maschine läuft noch. Also, wenn du Bock hast, kannst du dich hinlegen. Nö, ich bleib hier sitzen. Also. Ja. Warum ist... Ich mag deine Matratze. Hast du gerade gefurzt? In ja. Meine Matratze? Ja, wohin denn sonst? Soll ich einfach im Stehen furzen? Dann stinkt ja der ganze Raum. Kann das sein, dass du vom Körper her stinkst? Warum ist das so? Ja, das ist, weil ich in meinem Auto schlafe. Und hast du schon mal einen Tornado gesehen mit eingebauchter Dusche? Ach, du schläfst in deinem Auto. Ja, ich hab gar nichts. Ich hab kein Geld. Das Einzige, was ich hab... ist hier. So eine Pistole. Oh, hab ich gefunden. Das ist meine. Ja, das sagen sie alle. Ja, guck mal, was ich habe. Was? Ein Tomahawk. Ist das so? Da habe ich einem Polizisten schon ein Ohr mit Fass abgeschlagen. Wo machst du denn sowas? Ja, weil Polizisten entführt. Sind doch eigentlich voll nett. Nee, Polizisten sind scheiße. Bis auf Olaf, der ist lecker. Was? Lass die zerstören. Halt die Polizei? Ja. Das ist gefährlich. Oh. Das ist sehr gefährlich. Dann stecke ich die Waffe wieder weg. Ja. Ich hole eben meine Hose. Ja. Wie geht denn das? Wie geht das Ding denn auf? Jetzt war da meine Waschmaschine auch noch kaputt. Was ist das? Der Schleudergang? Warte, ich dreh das. Moment, ich kann. Oh, verdammte Scheiße! Was ist denn das für Wasser hier am Boden? Keine Ahnung. Wo kommt das denn her? Ich soll die Dusche. Warum hast du mir jetzt die Waschmaschine kaputt gemacht? Was, die Dusche? Aber nee, Entschuldigung, hab ich versprochen. Was ist das? Ja, kannst du deine Hose bitte rausnehmen und dann gehen wir? Ja, klar. Guck mal, die ganze. Wo ist meine Hose in dem ganzen... Die ist ja noch klatschnass. Hast du einen Trockner? Wo soll ich da hin? Ja, Trockner habe ich. Der steht aber vorne. Der vor der Tür gekommen.
Da waren meine Unterhosen noch mit drin. Da. Ja, hier ist eine Wäscheleine. Warte. Da hinten ist eine Wäscheleine, da kannst du trocknen. Ich hab eine Idee. Was? So. Ich leg meine Hose genau hier hin. Da. Dann machst du das Auto an. Ey! Ja? $200 für die Scheibe. Was für eine Scheibe? Was? So, und jetzt pass auf. Na, Helmut. Darf ich dich was fragen? Meine Hose. Warte, bitte. Warum hast du die Hose gewaschen? Weil ich eingepisst hatte. Ja, und weißt du, wie die jetzt wieder aussieht? Ja, aber da ist keine Piste drin. Machst du öfters in deine Hose? Ja. Der ist Inkonti so. Inkontinentalplattenverschiebung, richtig. Das bin ich. Nur noch von innen ein bisschen leicht nass. Also. Ja. So, jetzt? Ja, und jetzt. Achso, zum Park. Geld verdienen. Soll ich meine Schwester anrufen? Psst, guck mal, das Auto da. Lass mich schnell hier. Oh, was für ein Auto? An der Tankstelle, das ist doch der Typ, das ist doch der Schläger. Was für ein Bläser? Schläger! Ach, der mit dem Unfall. Ja. Ach du Scheiße. Aber ach nee, jetzt habe ich eine Waffe. Ach egal. Ja, und ich habe einen Tomahawk. Ja. Wie lange sind Sie denn schon hier? Boah, ja. Haben Sie schon richtig gearbeitet hier? Nee. Kein Bock, ne? Nö, gar kein Bock. Nö, ich hab hier auch noch nicht richtig gearbeitet. Aber man muss aufpassen, die Polizei ist schnell, ne? Ja, hab ich gemerkt. Ja. Immer am besten hier oben die Shops, wenn man was macht. Sonst ist das sehr gefährlich. Und die Polizei hat dir deine Pistole weggenommen? Ja, weil ich keinen Waffenschein hatte. Jetzt habe ich so einen vorläufigen. Das heißt, ich kann 7 Tage lang Leute töten. Das stand ja jetzt gültig bis zum 27. Das solltest du nicht tun. Hä? Weil da musst du ins Gefängnis. Ja. Oh. Das, ja. Und im Gefängnis ist das nicht schön. Hast du einen Führerschein? Ja, natürlich. Ich habe alle Führerscheine, die es gibt. Oh, das ist schön. Da hast du ja ganz schön viel Geld. Kannst du mir was leihen? Nee, unter der Hand alles gekauft. Oh. Normalerweise kosten alle Führerscheine über $7,500 plus die Zeit, Scheißzeit, die du da sitzen musst, so eine Pisse. Und ich habe alles für 3.500 bekommen, einfach so direkt auf der Hand. Mhm. Ja, ich fahre ohne. Ja, bin ich auch fast 3 Monate. Das geht. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Ja. Dann geht das. Mal, willst du Führerschein haben? Hast, ja. Hast du $3,500? Nee. Ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hatte mal viel Geld. Alles weg. Ja. Aber vielleicht machen wir jetzt ein Geld. Im Park. Ja. Mann, das Auto hast du aus dem Norden, ne? Ja. Musst du mal Schrauben nachziehen nach einer Zeit. Ach, was? Ja.
Ich würde mir ja gerne ein anderes zulegen, aber ich habe wie gesagt kein Geld. Ja, das geht viel. Das habe ich auch nicht. Geld habe ich nicht. Nein, kein Geld. Nein, nein. So. Ach, das ist der Franz. Ich weiß gar nicht, ob der Puff heute auf hat. Ja, da bin ich überfragt. Das funktioniert bei mir nicht mehr. Ja, komm. Da kann ich dir weiterhelfen. Was? Mit Potenztabletten. Ach so. Warst du schon im Krankenhaus dafür? Mhm. Ja, regelig. Kriegst du Pillen. Hallo. Hallo. Ja, Hupen, ich komme schreien. So. So, Opa, warte auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Ja. So. So. Hier. Geil. Ja, $150 Stück. Verticken im Park jetzt. Weißt du, was ich meine? Komm. Kannst du mich am Arsch lecken, ich bin schon für dich gefahren. Na du. Hi. Alles gut bei dir? Alles gut. Willst du lecker kiffen? Nee, danke. Was sonst irgendwas Gutes? Alles okay, danke schön, bin wunschlos glücklich. Okay, schönen Abend. Gleichfalls. Ey, alles gut. Ich bin erstmal Kalle, ja? Ey. Ja, was geht? Kalle. Ja, nicht viel. Okay, nochmal. Also Kalle, ein Schabulle. Nummer ist 602 289 289. Okay. So und nicht anders. Okay. Und jetzt du. Ja, Bernhard Schwarzmann. Hallo. Geschrieben. Ja, kannst du auch machen, auch okay. 282 032 036. Jawohl. Yes, junge okay. Frau, ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte gerne. Immer wieder eine Ehre, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Also, ihr ruft mich dann an, wenn ihr was habt? Ja. Cool. Ja. Wow. Ja, weil keine Ahnung, was das ja. ist. Viel Spaß. Komm mal. Wow. Sind wir hier zwei? Ganz kurze Frage. Mia, hast du Bock? Bock drauf? Ja, auf mich. Nee, auf Kiffen. Mittelgroßen Handel, auf Kiffen? Sandwiches und Salat ja, verkaufen. Willst du ein Joint? Hast du was? Ja. Kostet mich das was? Ja, ich hab nicht so viel Geld. Kannst du mir. Scheiße, ich hab auch kein Geld. Wie viel Geld hast du denn? Wenig. Wie viel ist wenig? Ja, ich kauf mich noch LSD. Aber kennst du trotzdem jemanden, der Salat verkauft? Ja. Von Carla und Stulle. Ach so. Ja. In letzter Zeit ziemlich oft auf LSD passieren viele verrückte Sachen, aber ja, das kenn klaren ich. Gedanken. Hast du schon mal 4 Stück auf einmal genommen? Aus Versehen. Ich auch. Ich war im Krankenhaus. Ich auch. Und dann hat der Typ hat aber gesagt, dann sehe ich den weißen Mann. Richtig, den habe ich aber auch gesehen. Oh, hat der weiße Mann bei dir auch so einen Haifischkopf gehabt? Ja. Der hatte so einen Hamster-Schwanz, also hinten, so ein Schwänzchen. Das habe ich gar nicht gesehen. Doch, hat er. Ich hab meinen Führer getroffen. Was hast du getroffen? Meinen Führer, der Anführer von den Hamstern. Was hat der gesagt? Der hat rumgeheult, weil ich hab mich... Hat der aber dir nichts getan? Nee, ich war mit ganz schön vielen Leuten unterwegs. Er hatte nur seine Gucci-Gang. Sekunde, ach, können wir uns mal kurz unterhalten? Ja. Okay. Ja, hör mal. Na, hast du denn
Lust, mit mir was essen zu gehen oder so? Was essen zu gehen? Ja. Klaro, was denn? Ja, worauf hast du denn Bock? Willst du Menschen essen? Oder Katzen? Willst du Katzen essen? Wo isst man denn Katzen? Weiß nicht, aber der Curtis, der isst auch immer mit mir Katzen. Wo isst man denn Katzen? Wer ist denn Curtis? Das ist so ein Typ, den ich aus Versehen geheiratet habe. Oh, nee, du bist ja nicht verheiratet, ne? Also in 5 Minuten eine Doch, aber ich muss das wahrscheinlich die Ehe amputieren so lassen. Wie jetzt. Weil er hat noch eine zweite Freundin und die steht nicht auf Aufschneiden. Aber ich will ihn dann natürlich auch zwischendurch mal aufschneiden können. Oder ihm so Muster in die Haut ritzen. Du weißt schon, das Übliche, was man halt so macht. Ja, dann schieß deinen Freund weg und nimm mich, kannst mich heiraten, ja. Dich heiraten? Ja. Ist das deine Freundin? Ja, das ist meine Frau. Aber wie alt bist du denn? Der Opa ist 70. Ja, aber und ich glaube, sie meinte 47. 47? Ja, und? So viele alte Leute hier und du bist wie alt? Ich 70. 70? Der lebt ja schon fast gar nicht mehr. Du bist ja ein echter Dinosaurier. Guck mal, wenn der atmet, achte mal auf seine Atmung. So. Ja, dann wirkst du wieder jung gegen. Das stimmt nicht. Nur weil ich eine Dinosaurierhaut habe, heißt das nicht, dass ich. Okay, ich gebe mich geschlagen. Und das ist gar nicht der Park, der hier so riecht. Das ist eher. Das ist Altmännergeruch. Ja. Ich dachte, das käme von dem Sofa. Nee, das ist der alte Mann. Von hier. Oh. Also von der Hose, also von dem blauen Mann meine ich. Ja, er hat eben seine Hose bepinkelt, ja. Echt? Ja, er hat Pipi gemacht und hat gedacht, er hätte die Hose aus. Die ist danach doch schon gewaschen. Das ist ja voll eklig. Das ist nicht eklig, das war Schummerbrechen. Das war Würge, das war ekelhaft. Ja, weiß ich nicht, so lange kenne ich sie noch nicht. Ach so, wie lange kennt ihr euch denn? Wie lange? 10 Minuten. 10 Minuten. Ach so, und da hast du dich schon eingepinkelt? Ja. Oh, passiert das öfters in der Stunde? Nee. Hallo. Hallo, wir reden über Pipi. Hi. Okay. Warst du auch schon mal auf Toilette? Ja. Ich auch schon ein paar Mal. Ich muss meistens immer nachts Pipi. Echt? Ja. Wache ich immer auf, muss im Klo. Oh, das ist ja blöd. Ja, was ist mit deinem Freund? Schieß ihn ab und heirate mich. Ja, ich muss das noch bequatschen mit so einem Typ, der hat gesagt, jo, ich kümmere mich drum, wenn der nicht gut ist. Okay. Ja, wann kriegst du da? Oh, oh mein Gott. Aua, ja. Oh, das tut richtig weh. So, jetzt ist er fertig. Oder? Ja, gut. Schön. Opa Helmut. Ach, Herr. D-Flam, danke schön für 15 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Gerrit. Und Dominik, vielen Dank für 13 Monate. Dankeschön für die Unterstützung in der Zeit. Vielen, vielen Dank. Ach, Kinders. Und Pipi? Reiner Betrug. Gerrit, du bist ja nur noch ein Strich in der Landschaft. Wow, hör auf. Don't dead open inside. Ich hab gestern geguckt, ne? Aber gestern war langweilig. Gestern war echt langweilig. Cosmo, ne?
So, ich gehe schnell Pipi machen. Warte mal, kann ich schon? Ne, starten kann ich auch nicht. Dann quasi, nee, das ist scheiße. Oh. Ist ja gut, dass er mit dir geht, ne? Ja. So. Ach, nee, Kinders. So ne Mann pennt hier. Ach, so. Snake, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. So. Connect. So. Schade wegen Homestake, darüber ärgere ich mich noch ein bisschen. Inwiefern, worüber, über was? Your way fast, na? Ja, alles gut, danke schön. Und bei dir? Di, 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 di. Da, da, da. Ach ja. Und geht mit Ellie Gassi? Ja. Sohnemann gerade. Sohnemann ist gerade mit ihr weg. So, ne? Ja. Steven aus dem Block, wie geht's dir? Schmuse schieb, ne? Mhm. Muss ich auch mal wieder gucken, was denn? Chriso, wie geht's dir? Der zieht ja bestimmt nicht mehr ein. Hatten wir schon mal. Nein, nein. Und das ist nicht gut gegangen. Mhm. Dr. Ruff. Ah, okay, das freut mich. Black Devil, danke schön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Ach, wie lange gehst du Pinke? Mach es wie ich, eine Hose damit. Was? Was? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich sag, mach doch das nächste Mal wie ich Pipi in der Hose. Ach so, ne. So, Joints sind verkauft, all weg. Was? Wie? An wen? An den, an sie und an den. Ach so, okay. Das ist gut. Die sind gut. Mac, ne? Ja. Shiva, hast du gerade einen Joint gekauft? Nee, also ich hab den geschenkt bekommen. Ja. Was? Er hat 2 gekauft. Also. Ja, Mia. Sag mal, Kollegen, habt ihr mich vergessen? Nee, aber dein Kollege kommt noch nicht mit dem Auto.
Nee, nee, wir warten uns hinten an der Half-People. Ach so, ich dachte, ihr kommt wieder hier hin. Nein, Smoker, wir treffen uns an der Half-People. Nee, wir müssen mal kurz, wo müssen wir hin? Ja, mit ihm hier mit. Okay. Ja, komm mal mit. Ja. Soll ich mitkommen? Ja, von mir aus. Ich will auch mit. Komm nur. Was machen wir? Wir heiraten jetzt. Was? Mauka, du kannst nicht einfach zu einer Frau gehen und sagen, die heiraten. Ja, Shiva. Das geht nicht. Hab dich lieb. Was? Das ist schon okay, das hab dich lieb. Ach so. Ist das so? Ja. Oh ja, ja, ich merke das schon wieder. Oh. Das ist nicht gut. Ja, aber ich war auf LSD. Sobald ich mit Shiva zusammen bin, merkt ihr das? Merk das? Oh. Hi, ich bin Helmut. Hi, ich bin Mila. Hallo Mila. Das Schlimme ist bei dem Lispeln, ich schlepp das auch noch ins Private mit rein. Ey Stulle, wenn du nicht in den nächsten 2 Minuten hier bist, ne, dann hat der Arsch Kirmes. Hey, das habe ich auch letztens gehört. Ja. Was hast du gehört? Oh, mir wurde auch gesagt, mein Arsch hat Kirmes. Wenn ich kein Geld abdrücke. Was? Wer sagt denn sowas zu dir? Der Typ, den ich geheiratet habe. Oh Gott, was hast du... Was ist denn hier los? Du, dann warte mal kurz auf meinen Geschäftspartner. Was läuft denn hier? Unter 30 ja. Dollar mache ich gar nichts. Ihr könnt so... Der Deal könnte ein bisschen größer werden. Ich mache nichts unter 10. Du bist aber sehr billig mir. Hey, ich bin nicht billig. Okay, na angemessen. Ich bin nur jung und brauche das Geld. Ich auch. Ich kann gut tanzen. Ich bin alt und brauche das Geld. Ja, du riechst ja auch nach alter Mann. Aber das ist... Hey, das ist okay. Okay. Jeder wird mal alt. Das stimmt. Siehste? Wie alt bist du denn, Mila? Ich bin 2 und 3. Du machst mich wahnsinnig. Wie viel? 2 und 3? 5. Mhm. Nee, wo älter. Denn? Hey. Wenn du die Zahlen zusammentust. Nein, mit du bist Kleber. An der Seite gekommen. Wir warten 5 Leute auf dich. Ach so, 32. Nee, andersrum. Eine Minute, una Minute. Ja. Ich würde mal sagen, die 3 andersrum, die werden eh. S, du bist nee. S. Deswegen auch die Bemalung. Also, ich bin ein Mülltonner. Nein, das warte ist, mal. Weil ich tupfe Menschen mal. Scheiße. Heutzutage findest du noch nicht mal mehr was im Müll. Alles immer weg. Ja, es geht gleich los. Bist du am Kiffen? Ja, am Rauchen. Also. Ja. Okay, also ich fange einfach schon mal an. Mein Geschäftspartner ist zwar noch nicht da, aber... ich stelle mich wohl erstmal vor. Mein Name ist Kalle, Karl-Heinz Schabula. Hallo, Kalle. Hallo, Kalle. Ja, und mein Partner Stulle, also Schwarzmann, wir machen halt so ein kleines Business gerade auf. So, weil wir haben keinen Bock mehr so am Terminal zu arbeiten, deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen ein bisschen was anderes. Und wir steigen jetzt ins Kebab-Geschäft ein. Also so mit Ayran, ne, Lamajun, ne Tüfte Küfte, alles was das Herz begehrt, ne. Cool, hab ich jetzt schon Hunger. Ja, ja, aber wir wollen das halt quasi, wenn ihr versteht, so in der Tüte verkaufen. Ne? Ah ja. Und dafür bräuchten wir halt einen Lieferanten und wir hören uns halt gerade so ein bisschen um, wer uns so beliefern könnte mit, ja, Tüten halt. Wie viele Tüten braucht ihr denn? Ja, wir fangen jetzt halt an, so mit 150 Tüten. Ja, mal gucken, wie viel man so einpacken muss und dann würden wir halt immer wieder disponieren wollen. Nee. Bist du ein Bulle? Quatsch, nein. Ich habe gerade einen Dübel von dir gekauft. Nee, ja, den Mann habe ich schon mal gesehen. Ja, ich glaube nicht, was hier gerade passiert ist. Hallo. Alter. Warte mal kurz. Bist du durch die Pfütze gefahren und musstest noch Wagen waschen? Nicht schlimmer, ey. Oha. Was passiert? Hast du einen Hamster gesehen? Nee. Oh, cool, danke. Ich wurde von einem verschiedenen Auto entführt. Mit Waffen. Mit irgendwas von Waffensystem gelabert. Hä? Ja, hör. Ja. Boah, Alter. So, wir waren bei Tüten stehen geblieben. Ja, genau. Also, ja, wir würden also erstmal so, der erste EK wäre quasi so, so auf Kombi so 150 Dübel. Ja. Zu welchem Preis? Das ist ja die Frage. Also, wir suchen halt eben 150 Dübel. Und
Da wollten wir halt mal fragen, weil ihr offensichtlich ein Dübelgeschäft seid, welchen Preis ihr da anbietet für 150. $150 das Stück? Ja. Ja, alles klar, ist notiert. Okay. Wann? Wir tarieren die Preise noch aus. Also wir wollen zum Wochenende am Start gehen. Wir gehen halt noch so ein bisschen so die Geschäfte abklappern und dann gucken wir mal so, was wir so bekommen. Und hier für den besten Preis schlagen wir zu, ne? Ja, scheiße. Wäre ich mal auch in dem Geschäft. Ja, oder halt mehrere Käufer, je nachdem, wie viel wir so brauchen. Ah, hast du denn eine Telefonnummer, wo man dich reichen kann? Aber natürlich. Wie war nochmal der Lukas, ne? Nee, Kalle. Kalle Schabulle. Ja, fast wie Lukas, nur ein bisschen anders. Das alte Hirn, das kann sich nicht mehr viel merken. Kalle, Beschreibung. Joint. Nee, Kebabhaus. Habt ihr übrigens einen coolen Namen für ein Kebabhaus? Also, wir haben schon Spezialgerichte. Was hattest du nochmal da mit dem Käsestunde? Chebab. Ja, genau. Also Chebab quasi. Das ist quasi so ein Dönerspieß nur aus Käse. Ja. Wie ist denn die Nummer von Ihnen? Kalle und dann 555? Genau. 602. 289. Oh, muss man eben telefonieren. Speichern. Seid ihr denn auch flüssig? Wir sind sowas von flüssig. Flüssiger geht's gar nicht. Wenn wir das machen, dann können wir aber auch über den Regenrabatt nachdenken. Ja, das wäre unser einziger Profit. Also der Döner ist ja durchlaufender Posten quasi. Und unser Profit ist halt nur das, was wir halt aufgrund der größeren Einkaufsmenge eben da halt eben sparen. Warte, ich habe gerade einen Anruf, warte mal. Ja. Könnt auch so mal zum Döner gerne vorbeikommen, wenn wir dann offen haben. Das unten deiner Polizeiwache daneben ist so ein Teppichladen, da in der Straße. Bitte? Vergessen, mein Liebster, was geht? Ja, hast mich vergessen. Ja, aber ich bin jetzt auch gerade erst tatsächlich fertig. Das glaube ich dir. Ja. Was geht? Dann war mal 150 Joint. Ja. Hast du? Nochmal. Hast du 150 Joint? Willst du die kaufen oder was? Ich habe jemanden, der kaufen möchte. Was zahlt er denn? Ja, das ist die Frage, was du haben willst. Okay, warte. Achso, ja, warte kurz. Ich lasse das gleich. Wir kommen gleich zurück, ja? Ich bin doch gleich weggegangen. Beim Klamottenladen. Achso. Meine ich dich. Fahren wir los. Digga, wie viel Joints könnten wir drehen? Ach so, weiß ich ja. Was wollen wir für 150 Joints haben? Sag doch mal was, Schmucker. Ja, sag du mir was. Du kennst dich aus mit der Materie. Digga, der Straßenpreis ist $150 normalerweise. Ja, das weiß ich auch. So. Du willst sie doch kaufen und weiter verkaufen. Du willst auch noch deinen Schnapp machen, oder nicht? Ja. Ja, siehst du. Ja, wie viel kannst du ihm denn anbieten? Oh, ich hab kein Geld. Nein, ihm. Für wie viel kannst du ihm die anbieten? Ja, habe ich schon mit 150. Du hast ihm die für 150 angeboten, bei 150 das Stück. Ja, richtig. Und er will die haben? Ja, er will da so Preise noch einholen und so eine Scheiße. Der macht einen Laden auf irgendwie. Der arbeitet Scheiße, Digga. Nein, das ist keine Scheiße, das ist real gesprochen so. Ist es ein fortlaufendes Geschäft oder ein einmaliges? Nein, immer wieder kehrend. Also nicht auf der Straße kehren, mit dem Besen so kehrend, dass es wiederkommt. Irgendwie. Ich verstehe es. Warte, also, ich rechne mal eben was. Ja, der Rasen ist gleich rund gelaufen. Hallo? Ja, warte, ich rechne doch gerade. Also. Ja, das dauert aber lange. Wie viele Klasse bist du runtergegangen? Nee, sag mal ganz kurz, Rixen. Jetzt lässt du noch was. Ja, warte mal, was ist unsere Investition in ein Joint? Was ist unsere Investition in ein Joint? Nicht viel. Halt deine Fresse jetzt, sag wie viel. Daumen.
Ja, wir haben es doch nicht eingekauft, wir haben es doch selbst hergestellt. Hör mal, bei dir im Laden weiß jeder gut Bescheid, ne? $10. Sag mal ruhig, nein, ich rechne. 10 sind da drin. Ja, komm, sag mir das, dann sage ich Ergebnis. Da glaube ich, geht viel, viel schneller. Nee, du weißt nicht, was wir alles berechnen. Sag ruhig jetzt. Das heißt 10, 10, 20. Ja, woher hast du $45, Digga? Ja, 45 ist gut. $45 hört sich gut an. Ah. Ja, Bruder. 125 oder sowas. Was? Oder 120? Was? Hör mal, bist du in der dritten Klasse in der Schule auch abgegangen oder was? Kannst 125 hat er gesagt. Nee, das stimmt nicht. Naja, 45 ist ja schon die Grundinvestition, die du hast. Ja, was also. Ja, wie? Ja, 45. Ja, aber da kommt ja noch die Arbeit dazu, die du drauf rechnen musst. Ja, Arbeit, Arbeit. Was für Arbeit? Pflücken. Was für Arbeit? Und dann kommt der tatsächliche Wert der Pflanze ja noch dazu. Warte, lass mich mal. Ja, aber wer nimmt denn 150, du Dettel? Lass doch 100 verkaufen für ein 100er. 100 für ein 100er? Nee, ich würde die 1500, ne? Was für 1500? Wie viel Joints wolltest du? Alter, du, bist du LSD am Schlucken, Luna, oder was? 150, ne, war das? Hast du irgendwie Probleme oder so? 150 Stück. Ja, du willst 150 Stück? Ja, für 100 finde ich gut. Ja. Also für 100, je 100 sind gut, 100 sind scheiße. $100 und dann kannst du dem, du kannst 120 von ihm nehmen. 120. Kannst du 130 nehmen, wenn er dumm ist. Ja, muss ich gucken. Okay, wie schnell kannst du liefern dann? Müssen gedreht werden halt, ne? Ja, kann ich selber drehen. Das ist kein Problem. Sag Bescheid einfach, dann okay, machen wir es. Ja, ciao. Junge. Warte, ich bin zu alt schon. 5, 5, 5, 2, 7. Da bist du ja wieder. Ja, 8, ich hab Telefon. 6, 8. Nie irrt. 5, 5, 5, 2, 7, 6, 8. 2. 2 oder 3? 2. 2 oder 3? 2. Ah, 2. Alles klar. Inneren Scheiße. Ja, okay. Ich will euch gar nicht weiter aufhalten. Kalle. Ja? Also, wenn du 150 Stück nimmst, ne? Ja. $120 ein Stück. Alles klar. Natürlich soweit. Ja. Wenn ihr noch was anderes haben wollt, ich weiß ja nicht, was ich da gerade Mila gegeben habe. Matt? Habt ihr ein Matt? Geschäft jetzt? Oder ja, was? Vielleicht wollt ihr da auch einen Nachschub haben. Ja, sollen wir uns da schon mal drum kümmern, Schmoki? Worum? Nee, also Matt ist im Dönergeschäft nicht ganz Lieferung. So gut. Lieferung. Ja. Das ist was ähnliches wie Matt. Habt ihr was von Geschäft gehört oder so? Ja, Laden. Genau, wir brauchen ja die 150 Typen fürs Geschäft. Wo macht das denn auf? Wo? Wo oder wann? Nee, wann oder wo, ja, richtig. Am Wochenende, da unten, da ist es so neben der Polizeistation, da ist es so ein Teppichladen und da die Straße durch, da hinten. Ach so, da. Ja. Strategisch gut gelegen. Ja, natürlich. Ja, ja, wir müssen ja eh in den Norden. Wir müssen eh in den Norden was machen. Ja, okay. Ja, okay, dann fahren wir los. Ja, okay. Gut. Ja, haben wir jetzt eine Nummer von euch? Ja, hast du von mir die Nummer? Weiß ich nicht. Nö, ich hab noch nicht. Warte mal, ich schreib mal, wie heißt denn du? Wer ich? Kalle, die Werkstatt würde auf uns warten. Ja, ich notiere mir die Nummer, dann verpissen wir uns hier. Schmoker. Ich bin ja. Mila. Mila, wenn ich was weiß, melde ich mich bei dir dann. Ja, hab ich. Zähl ja, mal die okay. Nummer. 60 85 21 8 5 2 1. Ja. Alles klar, ist so abgespeichert. Ja, okay. Wir ziehen dann mal Leine, ne? Okay, viel Spaß. Okay. Ja, Ladies und Gents, wir hören voneinander. Ja, tschüss. Ja, bis dann, tschüss. So, und so. Wir... Habt ihr gesehen, wie schnell ich war? Was hast du denn gemacht? Ja, haben wir. Ich
bin jetzt gerade ein Superheld geworden. Außerdem hat der Automat mir Geld genommen, aber dann habe ich viel mehr Geld zurückbekommen. Hä? Na, der Zigarettenautomat da hinten. Ich habe da irgendwie 5 Dollar 70 reingeworfen und dann habe ich 50 Dollar wiederbekommen. Also nicht von dem Automaten, aber von Kalle oder Stuhl. Ich kann die nicht so gut auseinanderhalten. Ja. Natürlich. Wieder. Alles gut. Ja. Ja. Hey, hast du in letzter Zeit mal wieder Hamster gesehen? Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Hamster gesehen, nur ein paar Meerschweinchen, aber ich wusste nicht, ob ich draufgehen soll, weil die arbeiten ja nur da zusammen. Aber ich denke mir so, wenn man so, Mila, so schon irgendwie... Mila, halt mal die Schnauze! Pass mal auf, weißt du, was ich gesehen habe? Was denn? Weißt du, wo auf dem Highway, wenn du Richtung Norden fährst, ne, oder von Norden Richtung Stadt kommst, ne? Ja. Da ist auf der rechten Seite, da ist so ein Riesenloch. Ein Loch? In der Wand. Da ist eine Baustelle. Hast du das schon mal gesehen? Da kannst du reingehen. Hab ich noch gar nicht gesehen. So, Mila, geh da nie rein. Mila! Da wohnt der König der Hamster. Nein. Ich hab den gesehen mit einer Krone und so riesenlange Zähnen und Klauen so lang bis dahinten. Der war gefährlich. Das müsste Ham Mark Stir sein. Das ist der Anführer von den Hamstern, habe ich gehört. Von Ham CJ Stir. Der hat mich nämlich entführt und der hat mir das gesagt, als ich ihn gequält hatte. Was? Okay, ich glaube, ich muss kacken. Okay, viel Spaß. Okay. Ja, Mia. Ja. Der Eingang wird bewacht. Von wem? Von Harry Potter mit seinem Zauberstab. Bis später. Scheiße, nicht. Leck mich am Arsch. Wer das macht? Oh, hier kriegst du Kopfschmerzen. Bisschen. Zu meinem Auto, oder? Ja, zum Auto, würde ich sagen. Okay. Dann muss ich zum Frank fahren, sehr wahrscheinlich. Okay. Ja. Ich fahre dich. Wohin? Ja, dahin, wo du hin willst. Ach so, ja, ich habe hier kein Auto. Ja, gut, okay. Ach so, warte, ich hatte eine SMS, warte mal. Warte. Mit Franz. Willst du mich nicht mitnehmen zu Frank? Ich, was, darf ich nicht? Ich habe nur zwei Sitze. Darf ich weiß nicht, wenn er fährt, dann fahr. Krieg ich Ärger. Krieg ich Ärger. Ja. Aber, pass auf, dann. Ich telefoniere, rufe dich an, wenn ich da bin. Dann frage ich Frank, ob du auch kommen kannst. Okay. Ja. Oh, alter Mann, erinnere mich dran, ja? Ja, mach ich. Wie heißt du? Shiva. Was? Das ist Shiva. Shiva, okay. Dann muss ich Shiva anrufen. Ja. Ja. Genau. Ich erinnere mich, hoffe ich. Okay, dann bis gleich, Shiva. Bis dann. Ja. So. Ach so, Shiva. Shiva. Pass auf. Wenn wir die nicht mehr haben, ich weiß gar nicht, wie viel Joints ich noch habe. Ich glaube, ich habe noch 80, 90 oder so eigene. Dann, habe mit Frank gesprochen, der wird uns den für den 100er geben. Und dann haben wir immer noch 20 Gewinn pro Joint. Ja, wenn die das Wort machen. Aber ich kann auch noch welche machen. Ich habe noch ganz viel Knollen. Ja, Knollen habe ich auch noch. Jede Menge und Papier. Ja. Ja gut, dann rufe ich dich gleich an, ja? Ja. Komm, alter Mann. Ja, Herrgott, verfluchte Scheiße. Fastifel, danke schön für den Zap. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Willst du mich nicht als Fahrer einstellen? Also, was? Ja, als Fahrer. Ich fahre dich immer, du gibst mir dafür Geld. Ist ganz normal. Ja. Jetzt hör auf. Oh, ich habe manchmal so Déjà-vu, habe ich manchmal so. Ja? Ja. Komisch. Aber kommst du aus Ägypten? Wieso? Bist du ein Pharao? Nee, mein Vorfahr war König. Ist der Tutanch. Tutanch Helmut, ja? Tutanch Helmut. Der war König Opi. Oh. Der war gut mit den Gangs. Ja, hier muss man aufpassen, die stechen einen direkt ab. Ach, was? Ach Gott, ihr Schön. Mario, danke schön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub, danke schön. Und Quality. Danke schön für den Sub, vielen Dank für den Support. Danke schön, sehr, sehr lieb. Oh, Nana. Na, was geht? Ja, nicht viel, ich suche immer noch eine Frau und du. Du suchst immer noch eine Frau, was ist denn mit der Bot geworden? Was? Was? Nicht mehr mit der Bot?
Mit Taschentuch. Ich hab nicht verstanden. Mit Herbert. Nee, Herbert bin ich nicht mehr zusammen, schon lange nicht mehr. Warum nicht? Nee, das war, der war zu gewalttätig. Okay, das ich würde auch nicht wollen. Ja. Ich bin jetzt mit Shiva zusammen und vielleicht mit Mia nachher auch noch. Wie zwei Frauen? Ja. Na, wenn die Frauen einfach sein, ist so gut? Ja, ist gut, ne? Gut, gut. Ah, okay. Wer ist dein Freund? Das ist Tutanch Helmut. Hallo. Oh, freut mich. Der riecht, der Geruch ist normal, das Altmännerduft. Mann, dann musst du doch nicht jedem direkt auf die Nase binden. Oh, riecht doch gar nicht so schlimm. Geht, ne? Ich will nicht schlimm. Herbert stinkt toller. Ja, das glaube ich. Okay, was habt ihr vor? Wir müssen fahren, Geschäfte. Oh, Geschäfte. Okay, dann lass auf mich arbeiten. Okay, bis später, ne? Ah, mach's gut, Nana. Na klar. Bis dann. Bis dann. Die ist total geil. Ja, jetzt glaube ich dir. Nee, ohne Scheiß. Ich hab die schon nackt gesehen. Die hat mit Johnny gepoppt. Mit wem hat sie gepoppt? Mit Johnny. Wer ist Johnny? Johnny ist der ist total bekloppt. Warum poppt ihr mit bekloppt? Ja, mit mir wollt ihr nicht. Ich habe dauernd gefragt. Ja, aber du bist ja anscheinend auch bekloppt. Ja, aber nicht. Keine Ahnung. Vielleicht mal öfters waschen oder sowas. Scheiße, wo habe ich geparkt? Ich weiß es nicht. Das ist blöd. Xips, danke schön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Hier oder was? Da vorne, da vorne. Ja, da. Ja, der am kaputtesten von den kaputten ist. Dann müssen wir jetzt mal zum Norden fahren, zum Lager nochmal gucken. Wie viel ich habe. Warte, erstmal Mülltonne gucken. Kein Problem, Uhr läuft. Hier ist nichts drin. Ist hier was drin? Nö. Offen! Ich rufe nochmal den Dodo an. Ja. Schlechtes Gewissen machen. Okay. Ja, bitte. Ja, mein wo, Name ist... wo wir eben waren, Opa. Am Lager. Okay. Mein Name ist Schmoker, spreche ich da mit Dodo? Ja, natürlich. Ja, war jetzt nett, Sie kennengelernt zu haben. Schönen Tag noch. Lassen. Was? Warum? Das ist ein richtiger Pimmel. Echt? Wieso? Ja, weil wir immer so zusammengehangen haben und dann ist er einfach weg. Zu einem anderen Gang ist er gegangen. Wie bitte? Ja. Sag mal den erschießen, den Wichser! Nein, das tut man okay, nicht. Okay, dann geht's wieder. Und dann hat er noch gesagt, ja, wir machen ja was. Wir machen immer noch was zusammen und dann rufe ich an heute Abend und ich sage hallo und so, ja, ich kann, ich bin mit den Jungs unterwegs. Ich sage, alles klar. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Ich mag dich, weißt du, jetzt Stück Kamel. Also, ja, aber Opa, ich werde dir bei Gelegenheit meine Schwester vorstellen. Ja. Oh! Okay. Da, Dodo hat schon schlecht gewissen. Schmoko, Ankauf von gebrauchten Straßenlaternen. Wo sind Sie? Was? Wo bist du? Warum? Ja, komm ich mal vorbei. Nö, so mal vorbeikommen brauchen Sie auch nicht mehr. Wow. Ich habe Ihnen vor 3 Stunden fast gesagt, dass ich ja hier... Und ja, nee, Sie können nicht. Sie sind mit Ihren Freunden unterwegs. Ja, ich saß fast im Knast. Ja, alles klar, Herr Dodo. Tschö. Tschö. Oh. Jetzt hast du neue Freunde. Nee, der Dodo ist ja immer noch mein Freund. Erfahrst du denn den? Ja, das macht man so. Ja, verstehe ich. Trucker! Ja, Uhr läuft, ne? Trucker, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Wollt ihr das nur mal anmelden? Ja, den Sprit kann ich zahlen. Ja? Ja, aber nur den Sprit. Ja, wie? Und sonst? Ja. Was umsonst? Ja, das sind ja hier wohl Vergnügungskosten, oder nicht? Ja, das ist investiert. Ding hier. Nee. Okay, pass auf. Für den heutigen Abend, ich falle die ganze Zeit rum. Was gibst du mir für Geld?
alles, was ich in meiner Tasche habe. Wie viel hast du in deiner Tasche? $102.44. Das reicht mir nicht. Jetzt müssen wir verhandeln, ansonsten fahre ich nicht weiter. Ich kann doch nicht hier stehen lassen. Ich habe nicht mehr Geld. Du hast doch bestimmt Geld auf dem Konto. Was für Konto? Ich habe kein Konto. Du hast kein Konto. Was willst du mir jetzt sehen? Ich bin ein armer Mann. Ach ja? Ja. Ich habe nur 2 Autos. Einmal. Aber schreib mir einen deiner Wagen. Ist dir wohl das. Scheiße, die Bullen. Ja, die suchen dich. Das kann sein. $500. $750. Oh. Ja. Muss Aktien verkaufen gehen. Scheiße. Manche Dinge ändern sich nie im Leben. Manchmal komme ich so vor, ich bin immer nur der Duft, der Geld hier rausgibt. Ach Quatsch. Bild ich mir ein. Ja. Okay. Ich genieße gerade richtig so die Fahrt, das guckt mich. Also, das ist ja richtig teuer, was wir so erleben hier. Ja. Schöne Bäume, wow. Oder? Finde ich auch. Ja. Wahnsinn. Was ist denn der Preis noch inbegriffen? Verpflegung? Nö, nur Rumfahrerei. Also. Ja, hier kannst du eben Geld holen. Was? Wieso jetzt schon? Die Fahrt ist noch gar nicht vorbei. Ja, ich, Hälfte voraus, Hälfte danach. Was für ein Geier. Immer wieder kriegt er mich am Sack, ey. Oh, ich hab doch gar nicht mehr viel. Ich habe noch $500. Ja, sie stehen ja schon so erwartungsvoll. Ja. Ja und? Ja. Also Geld. Ja. Puh. Ja. Bitte schön. 375 sind die Hälfte. Ist das jetzt der Ernst? Da fehlen noch $25. Ja, die kann ich ja nachher noch geben. Na gut. Ja. Hä? Ganz gut. Also, wegen Ihnen kann ich bald ein Auto verkaufen. Was fahren Sie denn? Ich hab den Walter White Auto, das haben Sie schon gesehen. Und dann habe ich schon ein 2-Sitzer Cabriolet. Ein richtig schönes. Auch für 25.000. Park hier, wa? Ja. Ja, perfekt, perfekt. Jo, krasser Hut, Mann. Ja, danke. Das hier. Hallo. Hola. Hola? Das ist doch Hallo rückwärts, oder?
Ja, wie hype bist du schon wieder, Jimmy? Richtig. Also macht Wortspiele. Dine. Na? So, ich habe noch 57 fertige Joints. Ja, das heißt? Das heißt, da muss man noch anbauen gehen. Dünger habe ich auch noch. Okay, ja, machen wir das jetzt oder was? Anbauen? Ja, ich weiß ja nicht, was du jetzt vorhast. Ja, dann geh mal anbauen, warte. Hm? Da muss ich aber dich anrufen. Wieso nehme ich sie eigentlich mit zum Anbauen? Weil ich nicht fahre. Also. Kannst du was sagen, geh. Dann geh ich halt. Hallo. Hallo? Dann mache ich den Dodo. Codename Anbau. Willst du da mitkommen? Ja. Wir sind oben Nordlager. Was ist mit Hans? Ja, bring ihn doch mit, ist mir egal. Okay. Ich nehme alles bei mir. Und Herbert? Ja. Soll ich den auch mitnehmen? Ja, kannst du auch, ist mir egal. Aber wir müssen ja nur anpflanzen, ne? Und dann bewachen, ne? Ja, können wir machen. Und dann reden wir einfach mit Franz. Okay, wir warten hier am Lager. Jo. Okay. Was ist mit dieser Shiva? Kommt. Die wolltest du anrufen. Kommt. Steph, lass mal an. Dankeschön für 10 Monate. So. Vielen, vielen Dank für den Resub. Wie geht's dir? Hola. Ja, ja. Wie viel sind denn noch das sagen? Ja, einmal vorwärts und einmal rückwärts, habe ich doch gerade gelernt. Ach du Scheiße, Mann. Was? Ey, wenn du heute wieder Angstzustände kriegst und umkippst, sage ich dir, Freundin, ich rufe diesmal nicht den. Nein, alles Motor. Cool. Alles cool. Heute kein LSD für mich. Das sollte passen. Läufst du tagsüber eigentlich auch barfuß? Wer? Oder nur abends? Du? Immer. Immer? Ist es nicht heiß tagsüber, wenn du hier so? Nein, ist nicht. Nee? Man gewöhnt sich dran, oder? Ja, an alles. Ja. An alles gewöhnt man sich. Was dann, ne? Dreh ich mal nach links. Hä? Oder so geht man. Hier ist immer was los. Guck mich mal an. Warum? Hast du schon in die Hose genässt? Nee, dreh ich mal zu mir. Mag das sonst nicht. Ach. Danke. Oh, warte, ich hab Anruf. Ja. Schmoko. Ja, hallo, der Kalle hier. Ja, hallo. Okay, pass auf. Wir würden von euch morgen einmal so zum Ankauf, weil wir Marktdifferenzierung anbieten wollen. Und auch so Qualitätstests und so. Wenn wir von euch morgen 50 Dübel einkaufen wollen. 50? Genau, für 120 war der Kurs, ne? Ja, richtig. Ja, machen wir. Okay, wie viel Uhr? 19.30? Sag mal lieber 20.30. Ist ein Deal. Okay, bis morgen. Tschüss. Ja, ciao. Okay, wie viel hatte ich? Okay, warte, dann lass mich vorne meine Karre einparken erstmal. 20. Oder machen wir morgen ja. Aber wie viel wollt ihr jetzt haben? 50, ne? Die ersten $6,000. So, die wollen morgen kaufen. Morgen schon? Ja, 50 Stück zum Testen. Ja. Yeah. $6,000. Okay. Ich mag dich. Warum sagst du mir das denn jetzt vor dem Verkauf? Ja, einfach so. Ja, ich dich auch. Was krieg ich denn von den 6? Wie, was? Ja, ich helfe dir doch wohl. Ich bezahle schon fürs Fahren. Du willst mir jetzt $750 geben und das war's? Du kannst bei unserer Gang mitmachen, wenn du willst. Eine Gang? Ja. Die Oma Strickpullis, oder? Nee, die Peanuts. Gott. Was anderes ist uns nicht eingefallen. Ja, wir sind eine richtige Bande.
bist sprachlos, ne? Ja. Ja, da bin ich Mitglied. Shiva. Der Dodo war mal Mitglied. Der, dann haben wir noch Herbert, der ist im Club. Und ja, vielleicht du. Ja. Wenn du Bock hast. Wir machen viele illegale Sachen. Ja, finde ich echt gut. Ja, da muss Shiva dir gleich was erklären. Du kommst ja dann mit zum Pflanzen und Düngen. Dann lernst du auch, wie das geht. Bist du müde? Mhm. Warum? Wovon? Von du arbeitest doch gar nichts. Das riecht nicht. Schönes Auto. Und wenn wir mal ganz viele Drogen verkaufen, dann können wir uns auch so ein Auto leisten da. Ja. Weißt du, das sind die Leute, wie er zum Beispiel, die haben dann 60 Tage lang oder sowas Holz gemacht oder so, oder Eisen, weißt du? Ja. Ja, ja. Jeden Tag und jeden Tag. Ne. Wäre nichts für mich. Ja, da kommen sie. Mach Auto zu und komm. Achte. So, pass auf. Shiva, komm mal her. Das schon. Die haben gerade angerufen, die kaufen morgen schon 50 Stück. Gut. Ja, komm. Ich hab noch genug hier in meiner Tasche. So, pass mal auf, wir können wegen Franz reden und wir können wegen dem hier, dem Knütterische reden, dem alten Opa. Den kennst du seit 10 Minuten? Oder? Hallo, Herr Knütterich. Ach so, aber du gingst mir schon nach 5 Minuten fast in die Hose. Okay, das stimmt. Ha? Ja, also. Jetzt. Egal, okay. Gut. Ich wusste gar nicht, dass sie so eine Drecksau sind. Fahren wir zu unseren Wohnwagen? Und dann quatschen wir da. Okay. Okay. Bis gleich. Ich fahre beim Alten mit. Ja. Denjenigen abnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit. Weißt du, wo wir unsere Wohnwagen haben? Woher soll ich das denn wissen? Achso. Ja, ja. Pass auf, du fährst hier raus, dann fährst du links. Okay. So. Genau, fast Shiva hinterher. Mach mal schneller. Ich drück durch. Ach du Scheiße. Ja, bleib immer auf der Straße bleiben einfach. Okay. Ach ja. Manche sind hier so schnell wie Pfeile. Pass auf! So, weiter auf der Straße bleiben. Ja. Wer ist das? Weiß ich nicht. Ach, die Lila. Weiter, weiter. Ja. Da kommt gleich auf der rechten Seite Dinosaurier. Ja. So da hinter dann nächste Weg rechts rein. Okay. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Stadt uns schon unsere Wohnwagen zugeordnet hat. Wohin? Fahr mal die andere Seite von dem Wohnwagen. Da vorne steht ja auch schon ein Auto. Ja, was ist denn das für ein Auto? Ich werde bekloppt. Ich will jetzt nicht hoffen, was ich denke. Wohin? Ja, hier. Park, fahr weiter. Hier. Ja, kannst hier parken. Hier. Ja, da steht Shiva. Ey, hast du das Auto hier gesehen? Nee, da, hast du das grüne Auto hier gesehen?
Welches grüne Auto? Wir kommen direkt wieder, komm mit. Das da stand gestern schon hier. Hey, ich will nicht hoffen, was ich gerade denke, wa? Hier kommt aber niemand rein. Zugeschlossen. Oh, Scheiße, Entschuldigung. Oh, der hat gesessen. Oh. Habe ich dir wehgetan? Jetzt stell dich mal nicht so an, Schieber. Ich war hier gleich um, das war voll in die Nähe. Ah. Tut mir leid. Komm! Komm, du musst jetzt stark sein, du bist Führer der Gruppe. Ja. Zeig keine Schwäche. Ja. Ich hoffe, ich kipp nicht gleich um. Ich weiß gar nicht, warum das so lang... Das, weißt du, was ich meine? Ja, keine Ahnung. Wie lange ist das schon her jetzt? Stadtverwaltung mag uns nicht. Wie lange ist das her? 2 Monate. Ja, 7, 8 Wochen jetzt, ne? Ja. Puh. So, bleib ruhig sitzen, Opa, sonst fällst du eh um. So, Franz setz dich auch am besten. Okay. Und pass auf, der Opa macht riecht. Macht es euch bequem. Und das macht nichts, ich komme vom Land, so streng riecht er gar nicht. Ja, hallo? Siehst du, du übertreibst immer. Also, okay, Schieber, ja. Du hast das Wort. Okay. Wir wollen, also erst einmal wollen wir euch fragen, ob ihr... Schiebert, du bist nicht auf der Hochzeit, red ordentlich. Ich hab mich gar nicht vorbereitet, ich muss nachdenken. Du bist doch immer so redegewandt. Komm, Schiebert. Leck mich am Arsch. So, pass auf, Opa, tut den Schelmut und Franz. Wir sind eine Gang, ne? Wir sind die Peanuts und wir suchen noch Mitglieder und wir machen illegale Sachen, wir machen Shop-Überfälle, wir bauen Hasch an und andere Scheiße. Hättet ihr Bock, bei uns mitzumachen? Ist das ja. So wie eine Bande? Wir sind wie eine Familie. Wie eine Bande? Was ist eine Bande? Ja, Bande, sowas ja. Sowas wie eine Bande. Sowas wie eine Bande. Hey, das finde ich schon gut, eine Bande. Und wie heißt das? Peanuts. Ja, wie heißen wir? Peanuts. Peanuts. Okay, was heißt denn das auf Deutsch? Erdnüsse. Ha, das finde ich gut. Erdnüsse finde ich toll. Und wir haben eigentlich ein super Verhältnis mit dem Kiez und eigentlich auch mit der Westside Bloods, ne? Ja. Genau. Da bin ich überfragt. Der Kiez, weiß ich nicht, die Westside, das ist, sind die Roten, ne? Ja, die Roten, nicht die Schreihälse, aber die Schreihälse gibt's ja eh nicht mehr. Ja. Ja, okay. Ja, ich finde das toll. In eine Bande würde ich immer schon mal gerne rein. Ja. Shiva, und was muss ich da machen? Du musst den Heiligen Eid sprechen mit Shiva. Okay. Ja, ihr müsst uns schwören, niemals jemand was darüber zu erzählen. Silent, okay. Danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Loyal kann ich. Macht das nicht sonst immer der Marvin? Nee, das kann. Nein, das ich ist, mach das, das, nicht, ist ein das ist nicht da. Twitch-Problem. Du kannst ja wahrscheinlich in 2-3 Tagen kannst du teilen. Ja. Irgendwie sowas. Ihr müsst einmal so ein bisschen Papier unterschreiben. Nö. Ihr haltet doch noch ein paar Jahre durch, oder nicht? Ihr seid ja gar nicht begeistert. Ist der, doch, ich bin sehr aufgeregt. Ist der Herbert auch in der Bande? Ja. Ja, dann will ich da auch rein. Ja, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr auch ab und zu was tun müsst, ne? Weil was müssen wir denn tun? Ja, pass auf, wir zum Beispiel, jetzt anpflanzen, mit anpflanzen gehen und dann auch mit bewachen die Scheiße, sonst wird das geklaut. Ich bin Fahrer. Ja, toll. Anpflanzen kann ich. Darf ich da vielleicht auch mal ein paar Radieschen anpflanzen dazwischen? Das ist uns egal, wenn du drauf aufpasst und die gut pflegst. Ich muss hier nur wieder kacken. Da sind Büsche. Oh, Büsche. Ja, so wie früher in der Natur. Der kann aber auch, wir können aber auch so eine Haschpflanze nehmen, ein kleines Loch graben, Opa kackt da rein und die Pflanze da drauf. Ja, also als Dünger. Ja, aber das hat Toto doch schon mal gemacht. Der hat darauf gepinkelt und dann sind die nicht gewachsen. Okay, also gehöre ich jetzt zur Peanut-Bande? Muss ich jetzt da irgendwie... ihr müsst noch ein paar schreiben. Ach so, ich fang mal hier an. Und dann musst du mal wieder gucken gehen bei Rupi, ne?
Shiva. Was muss ich denn hier unterschreiben? Ja, dass du bei uns mitmachst. Ja. Dann kriegst du eine gratis Waschmaschine dazu. Ich brauch erstmal deinen Namen. Aber was steht denn in dem Vertrag? Lema, alles Gute bei dir. Wie heißt du? Das steht da bestimmt nicht drin. Was steht denn in dem Vertrag? Ja, da steht irgendwas mit Waschmaschine. Nee, da steht nur drin, dass du uns bis zu 1000 loyal bleibst und für dich füreinander ein. Also wir setzen uns dafür einander ein und du Money lässt grüßen. Okay, du darfst an unseren Geschäften auch teilhaben und mitarbeiten. Schöne Grüße von Manni. Wie heißt du? Wer ist Manni? Helmut. Helmut Müller. Mit O-E? Manfred. Ja, ich weiß nicht. Manfred? Der Sachse oder Hesse, nee, was wie ist? Wie steht das in deinem Pass? Ich weiß es nicht. Meint ihr den Manni? Ja. Okay. Ist das der? Okay, dann unterschreiben wir hier. Schöne Grüße von Manni. Ja, welcher Manni? Welches ist er lieb? Das ist total lieb. Aber welcher Manni? Warum nochmal dein... Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Ja, Raid oder Host, keine Ahnung. Vielen Dank dafür. Nur mit deinem und Namen habe ich jetzt ein Problem. Ich da auch Geld für. Ist, heißt das Mac Manus? Ja, wir haben eine Gangkasse. Ah, cool. Heißt das Mac Manus? So wie beim Kegelclub früher, da hatten wir auch immer eine Kasse. Ach, Maniküre, okay, dann weiß ich das. Okay. Ja, geben Sie doch mal hin. Dankeschön, das ist ja lieb. Richtig. Franz Xaver. Ich muss eingestehen, ja. Ich kannte dich bis dato gar nicht. Aha. Muss ich mir ehrlich eingestehen. Okay. Schreib mal bitte was. Ach, da ist er ja. Ja, cool. Warte mal. So? Aber sie spekulieren doch bestimmt nur, dass wir bald sterben, weil wir alt sind und dann können sie unseren Anteil aufteilen, oder? Was? Nein. Nein, wir sind Erdnüsse. Ja, stimmt. Ich finde das schon toll. Ihr habt... Okay, geregelt. Ihr habt, So. Was dann kann ich ja mal gucken, was du so treibst. Habt ganz neu bei GTA. Aus welchem Bereich kommst du, wenn ich fragen darf? Ja, Bargeld. Ja, bitte. Und in eurer vierten Handtasche. Kuss auf die Nuss und herzlich willkommen. Ein Tablet mit einem Programm drauf. Was? Ah, okay. In eurer vierten Hosentasche habt ihr ein Tablet. Und da ist ein Programm drauf. Wollen Sie denn wissen, wie viele Hosentaschen ich habe, Frau Shiva? Jetzt wird's aber hier. Das hat jeder. Ja, sollen wir fahren? Anpflanzen? Ja. Die wollen morgen 50 Joints haben, das sind 6.000 Dollar. Glückwunsch, Helmut und Franz. Ja, und willkommen. Ja, danke. Ja, willkommen in der Familie der Erdnüsse. Hey, wir, ich könnte wir haben noch ein weiteres Mitglied. Wer? Wen denn? James Davis. Den habe ich nie mehr gesehen. Ja. Der ist aber da. Okay, so ab in die Autos, ne? Ja, Sie müssen uns jetzt alles zeigen. Ich kann ganz gut anpflanzen. Ja, komm, aber sollen wir hier vorne anpflanzen, wie immer? Da fahren manchmal oben Leute lang. Ja, wo denn? Wo? Da, wo wir immer vormittags anpflanzen. Oder wir pflanzen bei dem Hof an, wo ich mit Toto mal angepflanzt habe, wo wir das LSD genommen haben. Ja gut, dann fahr ich mit Opa hinter dir. Okay. Ja. So, oh, ja, okay. Komm, alter Mann. Ja, verpiss dich auf den Beifahrer. Na, hast du irgendwie Deo-Spray oder sowas? Nein. Oh Gott! Oh nee. Aussteigen. Wieso? Ey, du hast meine Tür abgetreten. Ja, das ist aber, glaube ich, dein kleinstes Problem. Wieso? Was, wieso? Wir kommen nicht vorwärts. Nee, muss mal ADAC rufen. Warte, ich rufe die anderen an. Aua. Ja. Ja? Ja, mich zurückkommen. Der Opa hat es aus der Kurve gerissen. Oh. Wir sind ADAC anrufen. Oh. Ja, wir sind hier. Direkt an der Bahnübergang.
Ich komme zurück. Ja. Jo. Ja, scheiße, Opa. Ist das meine Schuld? Was war denn jetzt Abschleppdienst? Das hier? Ich weiß das nicht, muss man probieren. AC, Abschleppdienst, ich weiß es nicht. Nee, das ist rot. Nee, das ist gar nicht links. Warte mal. Haze-Lieferdienst, nee, auch nicht. Hier. Das ist doch der James. Smoker. Ja, James, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, gut. Bin noch gerade am Arbeiten. Ja, deswegen rufe ich auch an. Der Opa, der tickt nicht mehr sauber, der stinkt und ist ein bisschen bekloppt. Der hat sein Auto auf dem Dach gelegt. Der Opa. Ja, der Opa tut Entschellmut. Weißt du, wo unsere Wohnwagen sind? Ja. Da. Kannst du da am besten mal unsere Leitstelle anrufen und ein Dispatch schicken für den? Ja, mach ich, ja. Dann kommen wir gleich dahin. Okay, bis gleich. Ja, aber Leitstelle mal anrufen, dass die kommen und Dispatch bitte. Sollen wir machen, da kommt der James selber. Bitte. Ich mach Dispatch. Okay. Und anrufen, ne? Brauchen Sie irgendwelche Tabletten? Hast du nicht gerade angerufen? Nee, ich habe den angerufen. Wir sollen Leitstelle anrufen, kenne ich nicht die Nummer. Was ist denn hier los? Sag neu. Mensch, Herbert. Maschinerine, na? Wie ja, los, okay. Wie geht's? Der Thomas sei gegrüßt. Wertschöner. Ich bin so glücklich. VW King, grüß dich. Seppner. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, was. Ich habe neue Freunde jetzt. Dings geschrieben hat, was und er sonst immer spielt. Ich oder vor GTA gespielt hat. Der meine Haare zerschnitten hat, der blöde Arsch. Und hallo an alle neuen. Oh, das macht mich voll fertig. Ach komm, ja, das ist doch alles gut. Ja, das kriegt mich in meinem Schmuck in meinem Ego. Ach, der lacht schon nicht. Zeigen Sie ihm das mal. Hör mal, Herr Abbott. Ja. Hier der Opa, ne? Ja. Das ist ein Bettsäger. Was ist hier? Der Herbert, der lässt sich ein. Ach du Scheiße. Echt? Nee. Boah. Aber du hast eben die Hose gepinkelt. Ja, richtig, weil ich nicht pissen durfte. Ich hab das nicht verboten. Du hast gesagt, wir haben keinen Stein. So. Ist schon alles draußen? Wie alt sind Sie denn, Helmut? Na, wie heißt der 70. Helmut? Ne? Sie sind ja viel jünger als ich. Ja. Und das ist ja schon undicht. Landwirtschaftssimulator. Brauchen Sie ein paar Einlagen, Helmut? Ich habe noch welche im Auto. Echt? Haben wir damals auch mal gespielt, aber schon... Was war das? LS17? Oder 18? Ich weiß nicht mehr. Helmut ist Grießkram. Das ist ja mit den Treckern und so und auf der Felder, ne? Der ist nicht so ein Partymäuschen wie ich. Ja. Und wie bist du auf GTA gekommen? Ach, auf den Abschleppdienst. Ja, ich sehe schon das Problem. Oder generell auf RP, wie kommt man dann drauf auf einmal? Ja, wahrscheinlich toll. Zugeguckt oder so, ne, irgendwo, wir ne? Sprechen oder stehen wir jetzt hier und schweigen uns an, so peinlich? Ja, wir müssen warten. Ich bin heute auch nicht so gesprächig, mein Lieber. Irgendwie heute, ja, ich bin... Ja, ich hatte nicht so viel Schlaf. Echt? Ach so. Hast du viel zu tun gehabt? Ja. Wenigstens erfolgreich? Ja. Ja, ist doch schön. Ja. Wie viele waren es denn? Ja, ich hör mal, ich habe gar nicht mitgezählt. Ja, aber du bist eine alte Sau. Ja, der Marvin meldet sich ja nicht mehr bei mir. Scheiße. Den hättest du immer gern, ne? Ja. Ja, Opa, du kennst Marvin auch noch nicht, ne? Nee, muss ich. Ja, Marvin ist so ein... Der Herbert steht auf den. Ach so. Der hat Marvin... Bitte. Was? Du stehst auf den. Wer ist das? Ich dachte, du stehst nur auf den. Jetzt musst du das erklären. Ich muss mal kurz Bibi. Ich muss echt mal Pipi. Ich habe damals schon einmal drei relativ viel gespielt. Ja, einmal im Bereich komme ich auch her. Aber auf Ruhrpott, Lakeside, Tanoa. Ja, und dann GTA Live damals. Hat Curtis Smoker schon verhauen? Hä? Was? Wieso sollte er mich verhauen? Master Swenson, no?
Racket grüßt dich. Driver, alles gut bei dir? Ach nee, Driver sagt gute Nacht. Schlaf gut, Driver. Aber das gehört irgendwo. Ach so, hast du gehört irgendwo? Mhm. Oh, Kinders. Ah. Ich gehe nochmal schnell Pipi machen und dampfen und dann bin ich direkt wieder da. Ach so, guck mal hier. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Das habe ich heute bekommen. Da. Da. Das wurde mir heute zugeschickt. Nochmal vielen lieben Dank an Hotze und an Witti für das Leinwandbild mit dem Aufdruck der Muffins, unserem FIFA-Club, Pro-Club. Ja, ich habe mich da tierisch drüber gefreut, wa? Dankeschön. Jo. Okay. Ist ja auch wieder da. So, und Daniel. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Danke, Daniel. Ja, Sohnemann pennt ja hier 3 Tage. Seine Wohnung wird ja renoviert. Und das Treppenhaus und so weiter alles machen. Die neue Treppen und so weiter alles. Ja, jetzt hat er die ganze Küche beschlagnahmt. Ne? Den ganzen Küchentisch mit Monitor und Tastatur und PC und alles. Und dieses Counter-Strike am Zocken. Ja. Thüringer Junge. Dankeschön. Auch an dich vielen Dank. Und danke für den Einzug in die Ballerburg. Dankeschön. Thüringer Junge. Rolli, na, wie geht's dir? Danny, alles gut bei dir? So sind die Buben. Dann hörst du nur abends, wenn wir schon im Bett liegen, ne, ist so eine Küche am Spielen, dann hörst du dann nur, wenn er am Verlieren ist oder so bei diesen Shooter-Spielen, ne? Au, Hua, Scheiße, Wichser und so weiter alles, ne? Ich sag, Tanja, oh nein, es geht wieder los. Lokalrunde, ich kenne Verpilzung. Was? Master Chief, na? Gerrit, darf ich dir Unterhosen von Toto schicken? Habe ich schon. Solange keine anderen Geräusche zu hören sind? Nein. Gottes Willen. Och, Herr. Nein. Nee. Prosti, dankeschön für das Jahr. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Und Devil Robbie, vielen Dank für den Sub. Dankeschön, dass du das für mich machst. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. Ein Pilz, ach so. So ist das hier bei den Gamer. Das ist wirklich so. Das ist schlimm. Gerrit, wie viele? Wart wie viele? Ne. Ja, ich war mit dem zur TwitchCon in einem Auto
und ich penne mit dem ein Zimmer und das reicht mir schon, weil meinst du, was ich da alles zu sehen kriege? Nee, nee. Warum kennt Smoker Helmut nicht mehr? Das kommt langsam. Ich mache das immer so, dass ich nie jemanden kenne. Jetzt, aber wie kommst du denn darauf, dass er mich nicht mag? Wir kennen uns doch gar nicht. Wie lange brauchen die denn? Ja, da ist so. Was brauchen die? Wie lange? Das. Ach so, hast du Dispatch gesendet? Ja, hat sie. 5 Minuten oder so. Ich habe ein Dispatch gesendet. Ja, paar. Die meinen auch, die sehen den. Okay, gut. Paar Minuten. Mit der Jüngste. Okay. Das stimmt. Ja. Ja, Mensch. Hör mal, Shiva, komm mal her. Oh, jetzt ruft der Feind mich an. Warte mal. Straßenverkehrsamt Los Santos. Und? Wirkt der immer noch seriös? Wer ist seriös? Der Typ, dem du das verkaufen willst. Was für ein Typ? Da willst du ein paar auf die Fresse oder was? Warum haben wir denn für einen telefoniert? Ach so. Ja. Worum ging das? Ach, die Joints, ne? Ja. Die Joints, ja. Jetzt fällt mir gerade wieder ein. Sehr. Ja, pass auf, ich habe mir was überlegt. Rechne dir doch mal jetzt, weil du ja so ein Kopfrechen-Genie bist, was du jetzt unter Beweis stellen kannst, aus, wie viel Geld man pro Joint für Pay und Tabak braucht. Was? Wie viel was? Du hast ja Zigarettenblättchen. Weißt du, was eine Packung Blättchen kostet? Ja, natürlich. Was kostet sie? Geld. Wie viel denn? Ja, einiges, ne? Du bist so ein Spasti. Ja, was willst du denn? Sag mir doch einen Preis. Sag mir einen Preis. Ja, wie? Pass auf, ich kann dir das Weed, wenn du es selber drehst, für $70 das Stück geben. Also das, was du für einen Joint brauchst. Ja, hast du 40 gewinnen. Wer? Du. Warum? Du weißt, jetzt weiß. Nein, ich habe gar keinen Gewinn, ich kaufe hier nicht an. Ach so. Pass auf, ich erkläre dir die Rechnung, okay, damit du es nachvollziehst. Ich mach mich jetzt komplett transparent für dich. Die Rechnung ist folgendes. Zurzeit ist es zu heiß für uns, zum Dealer zu gehen. Deswegen halten wir uns da ein bisschen zurück. Warum? Das heißt, wir haben einen geringfügigen Überschuss, weil die ganzen Bullen, FIB, die sind alle nervig. Ja, warum schickt ihr denn nicht mich? Glaub mir, auch bei dir wäre es zurzeit zu heiß. Hör mal, ich sag dir mal eins, pass mal auf, ich habe gestern Abend Shop überfallen, ne? Diese Nacht. So mit 3 anderen. Da kam Polizei, da waren mindestens 6 Streifenwagen mit 10 oder 12 Polizei, ne? Ja. So, und da habe ich mit denen geredet, sind die wieder gefahren. Und ich hatte bei mir in der Tasche alles Diebesgut, im Auto war überall Diebesgut. Sag mal, kennst du eine Ärztin gut, die eine hochrangige Ärztin oder sowas? Ja, warum? Also so gut, dass es dir aber egal wäre, wenn... Oh ja, müssen wir in Ruhe reden, habe ich vielleicht eine Idee, wenn du gut sammeln kannst. Ja. Ja, komme ich die Tage drauf zu. Aber komm zurück zum Weed. Ich wollte dir jetzt die Transparenz geben. Ja. Aber ich rechne natürlich den Kurs, den wir hätten, wenn wir da verkaufen würden. JD, wer ist das denn? Der Kurs. Ja. Als Selbstherstellung ist. Wir haben das nicht angekauft. Ach so, der telefoniert. Ja, erzähl. Ja, hab ich doch gesagt, 70. Ist doch das, was ich gesagt habe. Das ist du hast 60 irgendwas gesagt. Ach, halt doch den Rand. 70. Aber ich habe gerade tatsächlich noch eine Idee. Ich ruf dich gleich nochmal an. Wann? Bis gleich. Ich ruf dich gleich an. Ja, aber wann? Ja, in einer Minute oder zwei. Ja, okay, tschüss. Verfaped nochmal. Dankeschön. Für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr lieb. Und Broadwashed. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir mit dem Sub gibst. Dankeschön. Jo, pass mal auf. Was haltet ihr davon, wenn wir den Günni auch mit reinnehmen, den Würstchenverkäufer? Ja, den finde ich auch voll nett. Den habe ich heute zuerst kennengelernt. Und vielleicht der ist schon schlafen gegangen. Und vielleicht frage ich mal den Manfred auch. Mit dem Maniküre. Welcher Manfred? Ja, Maniküre, der ist toll. Hallo? Den kenne ich auch. Okay. Woher kennst du ihn? Hast du mit dem geschlafen? Ach du Scheiße. Nö, Und den habe ich am Stadtpark kennengelernt. Ach ja, ich auch. Und der Randy, das ist ein Freund von Franz. Der ist auch cool. Ja, scheiße, den kann man auch fragen. Okay. Das stimmt. Der ist auch der ist dann richtig. Dann können wir die auch noch loyal. Fragen. Und ich kenne noch einen Andy, der ist auch cool. So, Frank hat mich angerufen, 70. Wenn wir selber drehen. 70? Ja, dann ruft er an, warte wieder. Schmoker, Straßenbauerei, Los Santos. 60, weil wir dich mögen. Was kriege ich für 60? Ja, du kriegst so ein Dingens, dass du einen drehen kannst. Alles komplett. Bruder, du kriegst dieses Weed und dann musst du dir deinen Tabak holen und deine Blättchen und die selber drehen. Ach so, ist gar nicht im Preis mit drin.
Das ist doch der, dann habe ich doch gesagt 100 irgendwas, Digga. Oder 100, ich weiß nicht, was ich zu dir gesagt habe. Dreh die doch selber, du hast doch deine Bienchen. Ja, das stimmt allerdings. Da sind auch dicke Hummeln bei, wie die Schieber. Weißt du? Und die Hummeln, die brauchen auch mal ein bisschen was zu tun in ihrem Leben. Ja, die hat richtig zugenommen. Hat sie? Ja, ich glaube, die schon auch. Ickst du mit der? Was? Nein, bei mir tut sich gar nicht mehr. Wer besteigt die denn, dass die schwanger sein könnte? Das weiß ich auch noch nicht. Hör mal, hast du Dichtungsringe? Dichtungsringe? Nee, habe ich nicht da. Scheiße. Wieso, wofür? Ja, hier kriegst du ja keine Kockringe. Warum brauchst du die denn? Ja, weil ich keinen mehr hochkriege. Aber wieso, nimm dafür nur Tabletten oder was? Kriege ich nicht vom Doktor. Nimmst du Mess oder so? Also, was soll spielen? Ah, ich brauch dich heute. Er ist sogar hier. Wo bist du? Wer, ich? Komm mal kurz mit, Digga. Hä, ich stehe im Gebüsch. Wo bist du? Kannst du zu Fidian kommen? Ja, hier am Wohn. Hä? Zu diesem Autohändler. Was, welchen denn? Der Stadt, der Große, wo ich immer stehe. Wo ist der Autohändler? Wo ist das denn? In der Stadt. Der PDM heißt der. Premium Deluxe Motorsports. Gegenüber von so einer Baustelle. Direkt in der Nähe vom Park und dem Waffenladen. Neben dem Waffenladen. Ah, da. Ja, da unten. Ja, okay. Perfekt. Ja, bis gleich. Hau rein. Ja, hau. So. Nee, wir müssen das noch. So, pass auf, ich muss zur Stadt. Okay. Ich muss Crystal Meth kriege ich jetzt. Okay, ich kann nicht fahren. Dann, das. Nee, das ist keine gute Idee. Ja? Ja, dann fange ich wieder an zu lispeln. Also. Shiva. Ich sag einfach gar nichts. Ja, das ist auch scheiße. Das ist ja auch scheiße. Dann sage ich nur Wörter ohne S. Ja, aber man muss ja einer hier sein, der auch mit einpflanzt. Das ist ja das Problem. Ich kann einpflanzen. Ich gehe gleich schlafen. Du gehst gar nicht schlafen. Du arbeitest hier. Ich gehe gleich schlafen. Also du bist alt und gebrechlich, ne? Ja. Dann also. Dann nehme ich Herbert und Franz, gehe mit den Pflanzen und ich fahre dich eben runter. Ja, dann muss ich aber das Zeug alles geben. Warte von mir. Warte mal. Ja. Bleib da mal stehen. Bleib mal stehen. Pass mal auf, ich gehe mal hier so. So. Das. Dann das. Dann das. Dann das. Und das. Hast du noch Dünger? Muss ich schauen im Lager. Ja, hier. Und hier. Danke. Okay. Der Opa, du musst hier warten wegen deinem Auto, ne? Ja, das ist richtig. Das heißt, wenn ich dir nach Zahlen gehe, musst du mir das Restgeld geben. Ja, ich weiß nicht, das. Ja, dann gib mir auch das Restgeld. Was für ein Restgeld? Ja, er ist mein Fahrer. Oh. Musst du mir zahlen? Komm mit. Ja, ich fahr doch nicht umsonst, bin ich bescheuert. Wie viel waren das? $100, ne? Kann ich mir am Arsch lecken. Opa! Noch 350. Dann sind wir quitt. Ach du, danke. Dann bin ich 50 runter. Ja, das ist sehr gütig. Dankeschön. Dann gib mir einen Rauner. Hier. Ja, geht doch. Ja. Ja. Danke. Ja. Wann kommst du morgen aufs Hotel? Gar nicht. Wieso? Ja. Alte Männer schlafen lang? Ja, ich bin nur jeden zweiten Tag da. Komischerweise. Ich weiß auch nicht. Hast aber lange Schlafphasen, ne? Ja, das ist unfassbar. Hast du auch so ein Atemgerät für nachts? Nee, aber mein BMI stimmt. War jetzt die Frage. Ja, schlaf gut. Das hab ich noch nie erlebt, sowas. Das hab ich noch nie erlebt. Das ist sehr persönlich gerade, ne? Ach, was? Bist du denn übermorgen da? Ja, falls mein Baby wieder stirbt. Oh, ich fühle mich gerade wie eine Tomate. Ach, schön. Das kribbelt in den Wangen. Ja. Ja, bin ich also da. Also übermorgen? Ja, oh. Ja, okay. Lass grüßen. Ja. Tschö. Ekelhaft. Shiva, komm. Ja, ich muss dich aber mitnehmen.
dürfen die Damen. Ihr könnt ja fahren. Okay. Komm. Ich warte hier nur auf den Abschnaller. Komm. Abschlepper und ja. Alles klar. Okay. Denn, ja, schönen Abend noch, Helmut. Ja, wir sehen uns übermorgen. Nee. Ne? Bis dann. Ah, es hat gefehlt, ne? Es hat gefehlt. Ah, es hat echt gefehlt. Schön. Da kommt er. So. So. Herr Bär. Ja? Kannst du meine Hand nehmen? Die ist ganz kalt. Warum? Ja, wenn die ganz kalt ist, werden wir mal ein aus meinem Zug raus. Nein, jetzt du bist echt ein Fett. Hat er gerade seine Hand bei dir im Schritt? Ja. Oh, ist das kalt, oh. Liebe Franz, bitte. Jetzt. Oh. Ich will doch nicht jetzt sein. Doch, nicht Franz, so nett. Jetzt gleich habe ich wieder einen Alf. Scheiße. Ein was hast du? Ja, ein Alf. Was, ein Alf? Ja, google mal. Alf Penis. Ja, such mal im Internet. Oh, das zieht sich ganz zusammen. Bitte, Franz, jetzt, ist gut ja, jetzt, okay, verdammt. Ich hör auf, wie, haben Sie okay. sich, wie haben Sie sich Ihre Hände woanders und nicht bei mir ja, im Schritt, okay. verdammt? Ja, ist doch gut. Scheiße. Ich dachte, Sie mögen das auch. Oh. Ja, tut mir leid. Ich wollte nicht, dass das schon wieder so eskaliert, Frau Chiva. Und hast du gegoogelt, Drucker? Ekelhaft. Hast du gegoogelt? Ja. Du bist eine alte Sau. Ja, und das liebe ich so an dir, Herbert. Ja, da kann ich doch nichts für. Ja. Das ist meine Genetik, verdammt. Bin ich mal gespannt. Wo musst du? Ich muss da hier, pass auf. Da, wo sind wir denn? Nach hier. Am Park, zu, ist ja der unterm Park der Waffenladen, da ist der Autoladen, dahin. Wer ist denn das? Schmoker, Straßenbau, Los Santos. Straßenbau. Ja, voll gestört, ja. Hey, wer ist denn da? Ich will dich jetzt wieder verarschen. Alter, du hast mich doch angerufen. Ja, ich verwirrt, Entschuldigung. Nein, aber ich bin hier Sekretariat von NASA. Von was? Mann, jetzt guck mal, mit dem kann ich jetzt nicht sprechen. Hallo. Mal, ne? Lassen wir es einfach. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Standpark. Ich bin die, Info-Typ von NASA. Ich komme da jetzt hin. Von NASA? Ja. Wir wollten anpflanzen. Wir Scheiße! Was wird los? Der Bob wumst das hier aber richtig. Was war das denn, Atom Bombe? Wo bist du denn? Alter, Park! Ach, was Scheiße. War das denn? Nee, ja, pass mal, ich hab Kopfschmerzen. AC, ne? Ich ja, pass mal auf. Warte, ich muss mal hier aussteigen. So. Nee, geht nicht, warte. Hier im Stadtpark hat gerade eine Bombe hochgejagt, so, Scheiße. Pass mal auf. 100 Joint, ne? Ja. Hast du nicht? Also brauchst du jetzt? Ja, nicht sofort, aber hättest du oder hast du nicht? Kann ich klar machen, ja. Okay, Preis? 150 pro Tüte. Dann wären wir bei 15.000. Aber dann würde ein kleiner Rabatt, sagen wir mal 12.000. Okay. Pass auf, dann rufe ich dich an, ja? Nachher. Oder morgen Abend, ja? Ja, mach dann morgen Abend. Okay, bis später, ciao. Jo, peace. Hey, was hat denn da so gebumst? Ich leck mich am Arsch. Puh. Grüezi. Ja, hallo. Komm, wir müssen zurück. Hi, Schmoker. Hallo, wie geht's? Na, alles gut? Alles tutti unter den Füßen. Ja, bei mir ja. Was ja, das freut mich. Hier ist Full House wieder. Aha. Mhm. Ja,
Ja, Digga, du stehst viel zu weit weg. Gib mir das, ich hab eh noch Platz im Garage. Straight rüber, wenn es losgeht, alles gut, gar nichts los. Ich dachte, vielleicht ist was los. Ey, wenn ihn jemand klaut, wenn jemand einen kauft trotzdem, ne? Dann nicht. Ich töte ihn diesmal, ist mir egal, auch wenn es jemand ist, ich töte ihn erst recht. Sag dem, ich hab die Idee. Schnauze denn? Der hat jetzt noch mehr. Der Osten, ne? Obwohl er schon verwest ist. Ey. Boca, magst du Apfel? Ja, auch Fläumchen. Magst du auch Saft? Mhm. Hier hast du einen Apfelsaft. Dankeschön. Kein Problem. Guten Tag. So, jetzt kommen wir zum Thema zurück. Thema 1, diese Dinger. Verstehst du, die verkaufen wir die für 60, das ist das Niedrigste, was wir machen. Weil wir zurzeit nicht verkaufen können, würden wir das machen. Wie bitte? Ja. Wir haben vorhin ausgerechnet, ist egal, vertrau mir. Das ist aber nicht das Wichtige. Das Wichtige ist Aufgaben. Sag mal. Rick? Was? Aufgabe? Was denn? Digga, was brauchen wir? Guter Fed. Was brauchen wir? Lackbrüll nicht so, du Ziege. Ja. Oh mein Gott, ich ruf, du bist ein gefährlich. Ey, was gleich passiert, davon wissen wir. Ja, ohne Scheiß, Alter. Wegen dir verrecken wir alle. Warum redet die so laut? Also, wir brauchen Suda Fade. Lack, hallo, schrei mal nicht so lang. Smoker, kommst du da dran? An was, Fade? Wie viele? Wie viele brauchst du? Unbegrenzt erstmal. Unbegrenzt. Bis wann? Digga, ich will mit nichts zu tun haben, es war nur ein Tipp. Ist egal wann, Digga. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil ich weiß halt, dass man da nicht so gut drankommt. Ja, ja. Deswegen, also. 3 oder 4. Aber das sind auch Leute, die ihr kennt, Digga. Da ist zum Beispiel, Dings ist dieser Glatzkopf, mit dem ihr gechillt habt, ist dabei, Ivan ist dabei und so. Das sind alles Leute, die ihr auch kennt. Bist du auf LSD? Bei den anderen weiß ich nicht. Ich glaube, das ist noch einer, den wir kennen, Digga. Bin mir nicht sicher. Also, wir sind halt jetzt gerade. Ich weiß es noch nicht safe halt, ne? Ja. Wie viel ich brauche und deswegen sage ich erstmal unbegrenzt, so wie viel du mir halt liefern kannst, ne? Okay. Aber ich kann dir halt bis jetzt auch noch keinen Preis sagen, was ich dir zahlen kann. Das ist halt das größte Problem. Habt ihr schon fertiges Mehl? Ja. Okay. Hast du bei? Was denn? Nee. Okay. Mehl oder was? Nero, hast du was dabei? Nein. Okay. Okay. Willst du probieren, oder natürlich, was? Ich werde mal an. Wo hab ich denn den Dings? Ah, Nero, willst du holen fahren? Hast du Bock? Was ist da? Gude. Ei, Gude. Mettbrötchen. Gude. Ja, $1000. Guck, ich hab deinen Job übernommen, Gude. Nee, ja, hab ich keinen. Nee, da hab ich so viel Geld, hab ich gar nicht. Ja. Gib ihn doch zu probieren, sollst du eins holen, Digga. Nee, kann man ja irgendwann mal machen, ist ja kein Thema. Muss nicht extra für fahren. Doch, okay. So läuft das Business, doch. Man muss schnell Leute anfixen. Mach ihn süchtig. Boah, ich bin schon süchtig. Man muss schnell Leute an... und sagt, Rick, nimm mal, probier mal. Deine eigenen Leute. Und hat auch funktioniert, ich habe gemerkt, dass du mega süchtig warst. So, was ist die Sache? Weiß ich nicht mehr. Ja, also guck mal, wie du drankommen kannst halt. Unbegrenzt, ne? Ja, erstmal unbegrenzt. Schon. Okay. Ja, zum Beispiel ein Preis. Also ich hatte schon, ich hoffe, ich bin. Ja, das ist halt die Sache. Ja. Ist halt nicht leicht, ne? Kann ich dir nicht sagen. Also bis jetzt sind wir da immer so dran gekommen, weil das kriegst du ja zum Beispiel auch, wenn du zum Arzt gehst, wegen Husten und so einer Scheiß. Ja. Ja, das ist auch wichtig. Die meinten Ernährung umstellen, so voll ein auf Öko machen. Ja, ich ja, die Ernährung interessiert mich nicht. Erzähl das bitte ein bisschen leiser, danke. Pass mal auf, ich ab morgen so. Was ist das? Heißt der Dodo? Ja. Das Toto. Das kleine Arschloch. Warum? Hätte ich abgezogen, ne? Was hast du denn gegen Toto? Ich hab nicht wirklich was gegen den. Aber pass auf, der war bei uns bei unserer Bande drin, ne? Ja. So. Und dann komme ich dann 2 Tage später. Ne, komm ich im Hotel, weil ich viel Konsole gespielt habe. Ich rufe Dodo an, ja, wo bist du? Und so, ja, ich bin mit den Jungs unterwegs. Sag, was für Jungs? Ja, ich bin jetzt im Kiez und so. Ich sag, bitte? Wir haben ihn da mehr oder weniger reingedrängt. Ja, aber überleg mal, ich sag, hör mal, wir sind jahrelang, sind wir Freunde und sowas alles, ne? Und da kannst du mit mir nicht mal reden oder sagen oder sonst was. Da sagt die, ja,
Ist ja, hey, wir haben zu ihm gesagt, unter Vorbehalt und so, das ist alles gar kein Problem, wenn du ihn wieder zu dir haben willst. Nein, ich will den gar nicht mal wieder haben. Ne? Warum? Ne, wahrscheinlich, ich habe den heute Abend angerufen, ne? So war das um 20 Uhr, sage ich, hey. Ja, wo du mich angerufen hast, weil wir in der Verfolgungsjagd waren, hinter uns Helikopter, 5 Bullenautos, 8 Leute von uns verhaftet waren, wie die wieder rausholen mussten. Du weißt gar nicht, was alles passiert ist, Digga. Oh ja, na, ja. Ja, was? Ja. Okay. Ja, was? Ja. Nix. Du bist richtig mucksch auf ihn, ne? Ja. Richtig. Warum? Aber du warst ja nicht nur 2 Tage nicht da, Bruder. Ja, ich hab dich 2 Wochen nicht gesehen. Ja. Ja. Ja, Schmucker, da bist du nicht ganz fair. Ja. Sein Leben geht doch weiter, weißt du? Ja. Das kannst du mal stehen, interessiert gar nicht, was ich labere. Nein, ich bin ja froh, dass der bei euch untergekommen ist, muss man ja sagen. Sei doch froh, dass er nicht in irgendeinem Scheißhaufen untergebracht ist, weißt du? Der hat mit euch die besten Lehrmeister, die man haben kann. Dann hat er seinen Soldat. Richtig. Ist er jetzt schon, glaube ich. Ja. Der wollte unsere Hecke stürzen am Anfang immer. Aber dann haben wir gesagt, das soll er gar nicht. Was für eine Hecke? Hose runter oder was? Nee, ich dachte immer, der muss bei uns die Hecken machen, weil wir den Cage. Oh, okay. Okay. Ja, okay. Ey, du musst mit ihm reden, wenn er ein alter Freund ist, Digga. Bist du oder er älter? Ich. Ja, dann. Bist du der nicht Mock sein darf? Das ist dir hoffentlich klar. Ja. Beruhig dich mal. Ja, was denn? Hallöle. Hi. Hallo. Nee, hast du ihm was gegeben? Wie geht's, Dodo? Mhm. Gut, und dir? Auch gut, danke. Und sonst? Ja, gut. Auch gut, bei mir, danke. Fühlt sich das Gespräch nur für mich unangenehm an oder für euch auch? Ich würde beide boxen gerade hier ab, Alter. Wir kennen uns viele Jahre und redet wie 2 Roboter, die sich irgendwie in der Mechanikzentrale treffen. Was ist denn da mit euch los, Alter? Guck mal, alles klar, gut, Dodo? Ja, und dir? Heute noch gefickt? Hey, na? Helen hat noch keine Zeit. Also. Ja, oh, scheiße. Hi. Hast du das Zeug geschmissen oder nicht? Nee, Moment. Smoker, du hast in deinem Rucksack, genau. Cool. Bist du denn? Ja, ich bin geil. Warte. Ist geil? Oh, das ist gut. Wollen wir um die Ecke? Genau so. Okay. Ich auch ungefähr gefühlt. Okay. Du hörst dich an wie mein Bruder. Oh. Schön kalt. Was ist mit dir, Lene? Hast du Heroin gespritzt? Nein. Was macht Schmucker? Da kommt der gerade in der Wand oder was? Nee. Hast du schon mal eine Wand probiert? Leck mal diesen Stein. Ey, Digga, bist du dumm? Probier doch einfach mal, wie gut das kommt. Schmucker. Hä? Ja, aber schöne Löcher. Ja. Willst du mir das geben, damit ja? Smoker nicht ganz so alleine Dollar, ne? Das nimmt? What? Nein, dir gebe ich gar nichts, Junge, vergiss es. Komm, ein klein bisschen. Nein, bist du immer noch nicht drüber hinweg, oder was? Ja, ich schau den gleich. Ach so, unser Kollege sagt, wir haben ihn vor 3 Tagen hat er eingenommen und ist seitdem mega süchtig und komisch und kratzig immer. Was? Nein, guck mal, wie er schreit. Guck mal, wie er schreit. Hörst du? Er ist toll. Ja, laber doch kein Müll, Digga. Ich bin doch nicht süchtig. Guck. Bin ich süchtig? Du schreit nicht so über. Ja, fuck mich. Mein Kopf. Wie heißt du denn, junge Frau? Ich bin Helen. Ja. Oh, ich bin Helen. Schmucker. Wie heißt du? Schmucker. Schmucker? Mhm. Siehst hübsch Helen aus. Ja? Sag mal deine Maske. Oh Mann. Die ist so weiß. Ja, warte. Ja, du kannst auch deine Maske zeigen, genauso wie Indy. Und Toto. Du Schmucker in die warme Mitte hier. Der fühlt sich da so ein. Besser? Ja, nee, komm, Schmucker, sei der Keks. Sei der Keks. Hey, Helen, komm mal mit. Komm mal mit, Helen. Was für ein Keks? Ja. Was denn? Wie the Keks. Warte, soll ich die Hose jetzt runterziehen oder was? Nein. So. Das ist mein Job. Was? Was für ein Job? Also, ja. Ich hab Handjob verstanden, aber okay. Ja. Was heißt eigentlich das, was auf deiner Kappe steht? Danke. Ja. Wer hat das geschrieben? Hast du das geschrieben? Ja. Okay. Oh, Stefan, bist du irre? Stefan, vielen, vielen Dank für den Host. Dankeschön, mein Freund. Etwa wunderschön heute wieder, dich wieder zu treffen. Was sagst du, lohnt es sich dafür? Idiot. Ballert mal Liebe raus für den lieben Stefan. Was? Lohnt es sich dafür? Wofür? Naja, das ranzuschaffen, sag ich mal. Wovon redest du jetzt? Digga. Ich kann war's gut oder war's nicht gut? Ja, es ist immer noch gut. Ah, ich fühle so mit dir. Aber die Wichser wollen mir nichts geben, weil die meinen, ich wäre süchtig. Ja, du bist ein Freund, oder? Hattest du nicht schon mal ein Drogenproblem? Nein.
Nee. Ich habe heute 2 Pilze gefressen, 3 Joints geraucht und jetzt Kresselmilch. Ich war bekloppt. Das Zeug, Scheißzeug nehme ich eh nicht. Und LSD. Hey, habt ihr Überdosis LSD schon mal gehabt? Nee, aber frag mal Joe von uns. Der ich bin da umgekippt, ne? Ich war bewusstlos, Krankenhaus. Oder er ist richtig kleben geblieben, ja? Ja. Der hatte, glaube ich, 3 oder 4 Tage hat er sich einen Film geschoben auf Doom. Ja, richtig. Ich saß im Bäumchen. Der war in seiner eigenen Welt die ganze Zeit. So ungefähr. Wer will eine Crystal Meth Überdosis? Ihr seid bekloppt. Kiez, danke! Verzichte. Ja. Jacksaws, danke schön für 9 Monate. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. On Wednesday, danke schön für 14 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Ja, kurz vor 12 Walle, jemand vielleicht eine Schlägerei. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Raid. Das ist lieb. Das ist lieb. Und Stefan, nochmal ein rieses Dankeschön an dich. Warte, ich sag Jason Bescheid. Für oh, ja, der macht vielen, vielen Zahnarzt, Bruder. Wenn der einen kriegt, ist er weg. Das ist lieb. Ist er bekloppt. Danke. Soll ich ihm jetzt Bescheid sagen oder nicht? Ach, Herr. Weiß ich nicht. Schön. Ah, ihr seid so lieb. Ja, das Zeug ballert ohne Ende. Mhm. Ja. Aber mich schützt dann am Arm. Kriegst du einen Steifen davon? Du hast doch nach Potenzmitteln gefragt. Ja, hat jemand von euch Cockringe oder Potenzmittel? Hier, Frank, verteilt das mal an jemanden. Kannst du euch mir geben. Er hat seine Hose ausgezogen. Ja, mich warm. Toto, Bock auf Meth? Nee. Toto, nimm mal was, das ist richtig gut. Ja, weiß ich ja, dass das gut ist. Ich habe ja 3 Stück davon hintereinander. Ja, ich gebe das jemanden, wo ich glaube, das ist in verantwortungsbewussten Händen. Ja, danke, Rudi. Ja, mir. Und ich beweise euch jetzt, dass ich nicht süchtig bin, da ich das jetzt direkt nicht nehmen will. Also, ich mach das klar, ne? Wo ich mit Rick gesprochen habe. Okay. Ja. Ja, aber mit Hose am besten dann, ne? Also, ja, Hose an sich. Ja, kommt drauf an, womit es halt besser geht, ne? So geht das besser. Dodo, das sieht ganz anders aus als sonst. Warum? Die andere Kleidung und so. Ja, zwischendurch mal Sachen wechseln. Ja. Ja. Shiva lebt auch noch, ne? Aha. Ja. Herbert auch, deine alten Freunde. Ja. Ist das eine sehr unangenehme Situation gerade zwischen euch beiden? Nein, das ist alles gut. Nein, alles gut. Nein, okay. Alles gut. Nur ich finde das nicht so gut. Er hatte damals immer Verkehr mit Herbert und heute meldet er sich nicht mehr. Wer jetzt? Der Toto. Was? Wie, was? Ach, das wissen die gar nicht? Ach, ja, nicht so Verkehr. Ist ja auch nicht schlimm so. Nö, ich warum auch. Haben die Erdball, ich hätte auch schon mit mehreren hier Verkehr. Oh nein. Ne? Habt ihr auch schon? Ah. Was ist? Was? Ach nee, oh Bruder, darf ich ihm das irgendwie in die Ader spritzen? Ey, Smoker, kannst du nicht mal mit dem Stress anfangen und ihn verprügeln? Da hab ich voll Bock drauf. Mit dem roten Scheißmann. Mit dem roten Hut. Ich hab den hier geholt. Ach so. Oh. Du hast den hierher geholt? Er hat mich angerufen, hat gefragt, was geht. Dann hab ich gesagt, komm hier noch, chill. Das ist ja voll normal. Digga, ich bring ihn irgendwann um und das ist mir dann auch irgendwann egal, was Frank sagt. Na, hallo. David. Entschuldigung, wollen Sie auch ein Auto kaufen? Ja, mir fehlen so ungefähr 175.000 Dollar für meinen Mamba. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ja, aber ist die Mamba? Wie heißen die denn? 175.000. 172.000 kostet die Mamba. Entschuldigung, wie heißen die denn? Wer, ich? Nee, der Mann hinter Ihnen. Keine Ahnung, wie heißt der? Und wie heißt du? Ich? Ja. Ronny, also nett, dich kennengelernt zu haben, Ronny. Ja, Frank, was geht? Na, Ronny? Mach der Aufacker. Soll ich gehen? Nee, wieso? Also, nee, ich weiß ja nicht, bevor du irgendwie vorhast, mich hier auseinander zu pflücken oder nee, so. Nee, du hast mich doch sowas von zerlegt letztes Mal. Jetzt habe ich doch den größten Respekt und traue mich nicht mehr, dir gegenüberzutreten. Junge, Part 2 ist schon bereit, Digga. Da brauchst du nicht. Nee. 1 hat schon alles zerstört. Ist das? Ja, geil. Ja, hat jemand 172 Riesen vielleicht für den Ronny über, nee, oder? Ist nicht, tut mir leid. Ja, ihr seid alle so geizig, ja, pass auf, ich weiß, dass du mit seltsamen Leuten verkehrst, ne?
Ja, ja. Wer ist denn das? Ronny. Wer ist denn Ronny? Mein bester Freund. Kannst mir Ronny nicht geben. Sagt, er ist Ronny vom Kiez. Deswegen mussten wir ihn schon dreimal einpacken. Dann war er aber nicht mehr, jetzt ist er nicht mehr. Kann sein, der noch bekloppter ist als ich? Der ist vor allen Dingen auch Lebensmittel. Wir haben doch mal, erinnerst du dich, du musst, ich habe eine richtig gute, pass mal auf. Was? Erinnerst du dich noch an unseren Dialog, den wir mal hatten? Mit diesen, da wo wir auf der Flucht waren, mit Ayo, da hast du mir was erzählt mit Kaserne und hier und da. Ja, ne? Richtig, ja. Zu der Zeit, da war Hallo. Der wahrscheinlich auf der Reeperbahn unterwegs, so, weißt du? Ja, der ist aber irgendwie da hängen geblieben, ne? Ja, der ist da nicht wieder weggekommen. Achso. Das sieht man doch auf dem ersten, oder? Ja, das auf jeden Fall. Da wird das Brusthaar noch als Pracht getragen, als Statussymbol, weißt du? Mit der dicken Goldkette, ja. Mit der dicken Goldkette, die kann sich da drin verheddern. Ne? Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße. Oh ja, so ist das auf jeden Fall. Ja, was ist mit euch? Ihr seid zusammen, oder was? Wer jetzt? Ich und Toto? Nee, du und die Frau. Achso, mhm. Welche Frau? Die vor mir steht? Ja. Ja, das ist meine Frau, sozusagen. Okay. Ja, aber wenn der Besitzer nicht dabei ist? Wieso fragst du? Nee, so, ich bin auch auf der Suche. Achso, warum kommst du denn nie ins Unicorn, du Arschloch? Ja, kostet Geld. Ist nicht dein Ernst? Was für ein Ernst? Welche Frau auf der Welt kostet denn kein Geld? Ja, okay, du direkt, aber dann musst du auch... Shiva kostet kein Geld. Also da muss doch der Besitzer immer dabei sein, damit die Fahrzeugpapiere zeigen. Von Shiva kann ich immer das Geld. Ja bei jedem sagen. Das klingt bei dir wie aus dem Mund von einem Menschen. Okay, ich lade dich ein. Schreib dich auf die Gästeliste. Dann schmutzt du deine Stütze ab und dann benutzt du das, aber dann holst du dir mindestens einen Lapdance, ne? Für wann? Ah, Samstag. War das Lapdance? Oder jetzt bei den Streitern. Was? War das ein Lapdance? Da kommt eine Alte mit dir hinten rein, redet Dirty Talk in dein Ohr rein und sagt immer wieder das, was auf deiner Cap steht. Was? Danke, danke für das Geld. Wie Dirty Talk? Ja. Was? Die flüstert dir ein bisschen nett ins Ohr. Warte mal, mir läuft gerade die Rotze aus dem Mund. Warte mal. Oh, ich leg mich am Arsch. Das ist kein Problem. Kannst du nicht diese unsere ganz schlimme einmal herrufen, dass sie ihn mal vielleicht ein bisschen bezirzt? Ich hab gerade Speichelansammlung im Mund ohne Ende. Warte, welche ganz schlimme? Ganz, ganz, ganz schlimme. Ganz schlimme. Soll ich mal gucken, ob sie Zeit hat? Ja. Wo ich gestern zufällig gehört habe, als ich geraucht habe. Ja, ganz zufällig. Ciao. Die ist gerade besetzt. Ich rufe sie gleich an. Geil. Wie geil. Holt mal Taschentücher für Smoker schon mal, wenn die mit ihm. Aber das Ding ist, Cinnamon ist ja spezialisiert auf solche Fälle, ne? Oh, da ruft die an. Die hat ja auch immer, hier Johanni hat die doch auch immer bewusstlos hinten liegen. Oh, bewusstlos. Du stehst doch auf bewusstlos werden, oder? Dann brauchst du den Kopf nicht mehr. Hey, Jan, du bist doch mein Bruder, ne? Ich bin dein Bruder, Bruder. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ja, danke. Danke. Ich hab deiner Witzig. Ja. Soll ich einmal nicken? Ich bin stark genug dafür. Kannst du das bitte für mich aufbewahren? Ja. Ist gleich zu spät. Wow. Aufbewahren, ne? Ja, nur Masi, aufbewahren. Grüß dich, bist du weit. Wie geht's dir? Dankeschön. Johnson, ne? Nachtflug, alles gut bei dir? Ebrio, okay, ne? Kannst du mir das wiedergeben? Ja. Ich hab's mir anders überlegt. Hier, Bro. Danke. Warum sind die jetzt alle gegangen? Die wissen doch wieder irgendwas, was wir nicht wissen. Ist ja vielleicht eine Party irgendwo. Nee, das wegen den Autos meine ich jetzt. Also. Ja. Wollt ihr schon wieder ein neues Auto haben? Nehmen? Ja, wieso nicht? Wieso wieder? Ich hab SMS. Wer ist das denn? Schmoker, du geile Sau, heute Abend will ich dich. Oh, okay. So. Was ist denn mit der? Reichst du Cinnamon auch nicht, oder was? Warte doch mal, du bist echt der König der Ungeduld. Ja, habe ich hier die perfekte Königin gefunden. Das ist richtig. Darf ich das Ronny geben? Was? Hugo? Dave. Das Meth? Ja. Liebchen. Ich will das nehmen, sonst. Dankeschön. Ist das dein Ernst? Du bist doch nicht Meth-abhängig. Nein, vielen, will ich komm, wir gehen zur Unterstützung. Wir sehen das. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Wenn AJ das hört. Aber Drogen sind da auch verliebt zu werden. Unmöglich. Und sonst, Dodo, alles gut? Ja, soweit, ja. So, okay. So gut. Ich hab noch was im Lager von dir, ne? Was denn? Ja, 100 Pilze. Oh, scheiße, ja. Scheiße, die hab ich noch. Ja. Müssen wir mal rüberschaufeln, wenn du mal Zeit hast. Ja, hast du Zeit? Nee, jetzt kommt... Ja, wer kommt jetzt? Ach so. Eine Frau. Stimmt. Ja, und wenn ich sie erreiche, dann kommt eine Frau. Ja. Aber nee, die muss ich ja wahrscheinlich eh noch für dich frisch Lokalrunde. Machen. Lokalrunde. Das heißt, ihr beide könnt bestimmt einmal kurz zum Lager fahren, wenn ihr wollt. Okay. Ja, hast du ein Auto, Dodo? Ja, ich hab meinen Rumpo draußen. Ja, gut, okay. Gut, dann bis später.
Ja, bis gleich. Bis gleich. Wo willst du denn hin? Ja, zu deinem Auto. Ja, komm mit. Achso. Hey, ich bin im Puff eingeladen, ne, am Samstag. Ja, hast du mich gekriegt? Ich bin im Puff eingeladen. Ja. Mit Lapdance. Ja, warte mal ab, wenn du die siehst. Wie, wenn ich die sehe? Sieht die hässlich aus? Nein. Was ist das für eine? Eine ganz liebe ist das. Hast du dir auch schon was gehabt mit der? Nee. Kann also, ich mir gar nicht leisten. Wieso? Ja. Kein Geld. Ach so, kein Geld, wo so ein dickes Auto fahren. Tobi 1303. Chris auch Glöckchen. Ja, warte, Jung. Vielen, vielen Dank für den Sub. Dankeschön, dass du mich so in dieser Form unterstützt. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir, Tobi. Und MacAndy im 12. Monat. Dankeschön für das Jahr der Treue. Vielen, vielen Dank, Andy. Hast du eigentlich nochmal mit Shiva gesprochen oder mit Herbert? Mit Herbert? Nee, doch. Einmal habe ich schon mit Herbert gesprochen. Hast mit denen gar nichts mehr zu tun, ne? Wir waren doch mal gute Freunde. Ja, der ruft mich ja nicht an oder so. Ach so, und du hast kein Telefon zum Anrufen? Geht bei dir nur entgegennehmen vom Anruf? Nee. Scheiße am Arsch, ne? Macht man nicht, Dodo. Ja, ich weiß. Ja. Hast du das hier im Lager? Ja, ja. Krieg ich überhaupt 100 Stück in meine Tasche? Ja, bestimmt, ne? Ich guck jetzt mal, wie viel du in die Tasche kriegst. Ja. Seid ihr verrückt? Mr. Moss, ne? Mr. Moss. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank, dass du auch hier in das bekloppte Wohnanstalt eingezogen bist. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. So, und? Das sind schon mal 50. Mit dem Koffer? Oh, warum habe ich mir die Kofferraumklappe denn vom Kopf? Ja, ob du doof bist oder was? Oh. Puh. Ja, bei mir ist fast alles... Ja, da musst du mich zum Lager fahren, nach Norden. Ja, dann mach ich das Auto voll, warte. Ja. Ihr seid bekloppt. Daiki, dankeschön für ein Jahr. Ein ganzes Jahr, wuhu. Vielen, vielen Dank für die lange Zeit mit dir. Dankeschön, Daiki. Und War Daddy ist im 31. Monat. Vielen Dank für die lange, lange, lange Zeit mit dir. Dankeschön, der War Daddy. Di-di-di-di-di. Fertig, ne? Ja, hinten drin alles. Okay. Wie viel hast du denn jetzt bei? Ich? Ja. 22, 50. Ah, okay. Ja, fahr doch los. Ja, sofort. So. Und sonst alles gut bei dir, Dodo? Ja. Hört sich aber nicht so glücklich an. Ja, könnte besser laufen, weißt du? Ja, der Frank meint ja eben, das war ja nur unter Vorbehalt mit dir. Wenn ich wollte, könnte ich dich wieder haben. Ja, wenn du magst. Ne? Nö, danke. Du bist schon ein kleiner Pimmel, ne? Warum habe ich einen kleinen Pimmel? Den nee, du bist gesehen. Ein kleiner Pimmel. Warum das denn? Ja, du hättest ja wenigstens damals mal was sagen können. Ja, ist auch richtig, was du sagst. Der Verschieber. Oder dich mal bei Herbert oder Shiva melden oder so. Weißt du? Wenn ich mich bei Herbert... Ja, ist ja auch richtig. Ja? Bei Shiva habe ich mich ja schon zwischendurch gemeldet. Wenn du dich beim Herbert was? Ja, bei Herbert das ist ganz schwer anzurufen, den. Warum? Ja, probier den jetzt mal anzurufen. Echt? Ja, probier mal. Also. Ja, keine Ahnung.
Und ich hatte ja auch viel Probleme im Hotel gehabt, ne? Ja. Ach, weil da man hier schon wieder www. Och, Kinders. Ob die Person das möchte, was ihr hier macht. Stell mal vor, ich würde das jetzt Twitch melden. Hm? Das ist nicht schön, was ihr macht. Onk, danke schön für ein Jahr. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb, Onk. Was ist los? Der ist gut. Oh, da lief ein Kaninchen über die Straße. Okay. Mackie, kannst du mir den Namen vom Twitch-Kanal? Kannst du mir den mal rüberschicken gleich? Her. Bitte. Das ist ein Bot, der hier reinballert dann. Ja, bitte. Ja, Helm. Ja, wir kommen gleich wieder zurück, Helm. Bist du mit reingerutscht? Wir fahren nur ganz kurz zum Lager. Kifo, alles gut bei dir? Nein. Was hast du denn an? Echt, Puma was? Boy? Ja, schick mir einfach einen Namen an Mackie-Fleck, dann gibst du dann Dark Base weiter. Mit dem Gummibällchen? Ah, okay. Ja, wir kommen gleich wieder zurück. Okay, tschö. Was? Was denn? Das war die Helen. Die Lapdanzerin? Nee. Also. Das war die Rothaarige, die ich angesprochen habe. Aber ist das deine Freundin? Nee. Wir können uns. Ja, was heißt Freundin? Nee, kannst du nicht sagen. Hallo Shiva. Na, hallo. Ja. Oh, ist alles raus. Okay. Warte. Shiva, komm mal mit. Hör mal, kennst du Fate? Fate? Das kriegst du normalerweise im Krankenhaus. Hustensaft? Ja, keine Ahnung, was das ist. Da braucht man ganz viel für. Von. Fate? Für Kies. Was? Fate, ist das der ganze Name? Ja, ich glaube ja. Das kriegst du im Krankenhaus. Das weiß ich nicht. Ich habe eben Crystal Mess geschlossen. Jetzt lässt schon wieder. Das tut mir leid. Wir telefonieren, wir telefonieren nachher. Ja, bis später. Ich fange schon wieder an zu lispeln. Schlimm. Ey, was ist das hier? Oh, es kommt rein. Ja, Moment. Kommt hier jemand hinterher oder was? Ja. Gerrit wird danach ein paar Schritte machen, was diesen zu machen. Ja, ich werde ihn halt melden. Das ist so. Und dann muss Twitch halt gucken, ob das von ihm ausgeht oder von den Usern selber oder von wem das irgendwie ausgeht. Keine Ahnung, die haben da ihre Mittel und Wege. Und dann Arsch lecken. Aber nicht jetzt irgendwie rübergehen und haten oder sonst was. Also, was macht man nicht? Sowas macht man nicht. Krifu. Dankeschön. Vielen Dank für den Zap. Dankeschön für den Support. Vielen Dank. Schalalalalalalalala. Sein Account wurde schon gesperrt. Okay. Der hat einen Livebot im. Okay. Oh, okay. Gerrit WhatsApp. Du hast gar nicht meine Nummer, Junge. Was für ein Vogel. Warte, ich guck mal auf mein Handy. Was für ein Vogel. Ach ja. Schlimm.
wo fahren wir jetzt hin? Ja, du wolltest doch zu dem Lapdance da. Zu der Frau. Ist die denn da? Ja, bestimmt. Okay. Böser Onkel. Das ist ein Resub. Morgen übermorgen kannst du teilen. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Böser Onkel. Deshalb kommt das am Arsch, wa? Scheiße. Mach das mal. Hier ist alles kaputt, ne, in letzter Zeit. Ja, ist kaputt. Sind Shiva und Smoker eigentlich noch ein Paar? Ja, eigentlich schon. Aber ich habe das Riesenproblem, das hat sie jetzt auch mitbekommen, wenn ich mit ihr über einen längeren Zeitraum spiele. Oder auch schon über kurzen, so wie heute, fange ich wieder an zu lispeln. Und das, ich hasse das wie die Pest. Ich hasse das wie die Pest. Ich habe mehrere Wochen jetzt gelispelt. Unbewusst und teilweise auch bewusst, weil ich sehr geärgert habe oder so. Aber irgendwie habe ich das dann auch im privaten Bereich mit in den Alltag reingenommen, ins Real Life, dass ich da auch gelispelt habe und das geht nicht. Ja, ich habe noch nie gelispelt und jetzt, merkst du? Nee, das ist nicht schön. Also ich möchte es nicht für mich haben. Bleib frei, na? So, sind ja, da ist es Al Paletto, weil ich nicht da mit ihr zusammenspiele. Gar keinen Kontakt habe, weißt du? Auch eben die ganze Zeit mit dem Helmut oder so. Nicht gelispelt. Gar nicht. Ah, oh, okay. Da bin ich mal gespannt. Rheinfelden, ne? Wer da ist. Hä? Hier ist doch gar keiner. Draußen. Da vorne. Komm. Ja, ich komm ja. Kriegst du jetzt auch ein Dingsbums? Nee. Nur also, besondere Gäste kriegen sowas. Arme Shiva? Nee, sie weiß das ja. War nicht hier. Du bist das allerletzte. Da drinnen gibt Suppe, Bruder. Ja, nein, aber ich finde, also, du bist das letzte, weil du so viel hast. Hallo. Ja? Hallo. Hi, ne? Da bist du ja wieder. Da, schöner Mann. Die redet mit dir. Was? Nee, ich? Gut. Ja, ich habe mit dir geredet. Ich halt mal morgen, wie viele Frauen da hallo. Sind, meine Rede ja, über Loyalität. Ja, hallo. Ja, aber von vorhin, ich habe mich mal eben umgezogen, mir war ein bisschen kalt. Okay, bis gleich. Hä? Ja, ich denke mal, April wird auch da sein. Schöne Kleidung haben sie. Danke. Ja. Hä? Nee, also wenn ihr das... Ach du, meine Jacke ist so ganz ohne Oberteil, das ist natürlich einfach ein bisschen frisch hier, ne? Ja, oder? Ja, natürlich. Vielleicht bleiben sie beim nächsten Mal in ihrem Pullover, der ist echt schön. Mein Pullover. Ja, der ist sehr schön. Geht Ihnen? Ja, ich kann Ihnen einen häkeln, wenn Sie möchten. Aber haben Sie immer viel Zeit, häkeln viel. Morgen hast du eine Ausrede. Ja, ich bin seit 2 Wochen weg. Dann, wenn ich wiederkomme, dann freue ich mich über einen Pullover. Ja, kann ich Ihnen machen. Ja, das wäre sehr cool. Ja, wo sind Sie denn? Okay, mach. Ich wohne im Pink Cage. Ja, bis dann, tschüss. Pink Cage. Beim Frank. Willst du da auch eine Bude haben, Digga? Da ist doch nichts frei. Ja, dann machen wir was frei die Tage. Da kann man doch nicht frei machen, die armen Leute, die da wohnen. Die Germischen, das ist wunderbar. Nein, die ziehen alle freiwillig aus, wenn ich die Frage. Die ziehen alle freiwillig aus, das ist so. Ja. Was kosten da Mieten? $35. $35. Oh, das ist ja billiger als oben, wo ich jetzt bin. Siehste? Ja, okay. Musst du mich anrufen. Haben die auch Kühlschrank, Küche? Mhm. Okay. Schöne Zimmer. Welchen Friseur benutzen Sie? Bitte? Bei welchem Friseur? Sind Sie in Behandlung? Ja, Bro. In Behandlung. Besser wird. Echt? Die lassen mir von Toto schneiden, die Haare. Habe ich was falsch gesagt? Nee, in Behandlung ist schon richtig. Ja, in Ihrem Fall. Ist alles richtig. Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass ich einen Meisterbrief habe, dass ich Friseurmeister bin? Friseurmeister, das ist ja interessant. Ja, ich kann mit den Scheren umgehen. Da muss ich ja gar nicht mehr zu Toto gehen. Nö, der ist ja noch nicht mal Meister. Er ist noch nicht mal Meister, er ist ja noch in Ausbildung. Toto! Ja,
Warum hast du mir erzählt, dass du Meister bist? Sag mal, spinnst du eigentlich? Ja, Meister mit der Zunge. Geil. Okay. Das ist echt. Was machst du mit deiner Zunge, Toto? Ja, die Konversation. Der Umgang verändert sich. Also dein Verhalten verändert sich schon, ne? Was? Das hat der früher nie gemacht, Frank. Hätte er sich gar nicht getraut. Der blüht hier richtig auf. Ja. Wow, schön. Wie eine kleine Blume. Toto ist auch ein ganz toller Mann, aber du, nein. Was? Was bin ich? Du bist ein richtig guter Mann. Ja, das haben meine letzten Frauen auch gesagt. Ja, ich hab gerade gesagt, Toto, Frau ist schon gar nicht so schlecht, aber du, Herr Schmucke. Ja. Er ist vor allen Dingen dankbar. Er ist dankbar? Er ist auch geil. Ja, bin ich. Guck mal auf seine Mütze. Ich bin auch danke. Ja, wenn ich immer nicke. Danke. Ja. Was denn, hast du daneben gehauen? Ja, was denn los, Baby? Hä? Hä? Ja, auf jeden Fall. Gleich kommt das Auto. Mhm. Wann machst du Ansage? Wann kommt das Auto? Was für ein Auto? Null. Der Grund, warum wir hier sind. Also, wann ist denn da am Samstag auf? Wie viel Uhr? Samstag machen wir um 21 Uhr auf. 21 Uhr muss ich mal. Und wenn du nicht willst, dass du voll ist, dann würde ich zwischen 21 und 22 Uhr kommen. Wir laden das meistens immer die erste Stunde ist immer langsam und danach geht es. Also ist poppenvoll. Poppenvoll, okay. Poppenvoll. Hey, Toto. Ja. Hier hängt doch Klopapier aus der Hose. Was? Nee, kann doch nicht sein. Doch, guck mal. Mach mal. War bestimmt eine alte Drecksau, mach doch weg. Das ist aber nur ein Blatt. Das ist das Ding, wenn du eben so einen Gummi-Dehn-Gedüngs oben hast. Ahnung, weißt du? Ja. Ja. Was hängt. Ja. So, jetzt ist es weg. Ja. Oh, ja, was? Kommt ja mal vor, wenn die Hose zu schnell hochgezogen werden muss. Die Schnacke, danke schön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön. Sehr, sehr lieb. Ja, ja, ich auch. Ja, komm. Okay. Ja, Stütze. Bis später. Komm mit. Du. Hey, warum? Der Exemplar steht hinten. Ey, wo sind die Frauen denn jetzt hin? Smoker, sollen wir dich mitnehmen? Ja, umsonst. Wo sind denn die Türen? Da, wo der Griff ist. Achso, alles in weiß. Oh. Geht's Ihnen gut, junger Mann? Ja, ist die Heizung an. Fühlen Sie sich wohl? Mir ist richtig heiß. Verstehe ich. Möchtest du vielleicht nach hinten? Was? Nö, alles gut. Ich bin schon hinten. Kevin! Kevin, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. Sie sind aber auch flott unterwegs, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ganz schön Auto. Hier darf man aber schon fahren. Oh, das stimmt. Ah, darf man das? Oh ja, darf man. Wir haben sexy Sirene. Ja, da sehe ich auch. Das Sonnenstadt ist in der Stadt. Bido, Bido. Nein, wie mies ist das denn? Wann habe ich den Stütze geholt? Oh, Kacke, mitten in der $400, wow. Ja, die haben doch protestiert, ist auf $50 gestiegen. So, Ladies, ich lade euch ein, was wollt ihr? Ich hätte gerne Tempester. Ja, toll, da kommst du mal in $400 nicht weit. Hey. Das gehört doch letztes ein, du hast nicht gesagt, wozu. Also. Ja? Hallo? Was denn? Durch die Gegend fahren, warum? Was gibt's denn? Okay. Wo bist denn du? Die fahren doch schlimmer als Toto. Okay. Was die alles für Autos fahren, ne? Okay.
Du, ich rufe dich nachher nochmal an. Danke fürs Mitnehmen. Ja, sehr gerne. Doch. Nee, ich muss mich bloß eben mal kurz unterhalten. Bis gleich. Herr Schmoker, was machen Sie da? Mach ich? Was habe ich gemacht? Nix, alles cool. Ein bisschen gespielt, wie jetzt eine Waffe in der Hand auf. Was? Ich habe nichts gemacht. So Soldat gespielt, ne? Ich habe überhaupt nicht getan. Mm. Was habe ich getan? Ich weiß ja gar nicht, was habe ich gemacht. Oh. Hi. Ich weiß es nicht. Er schreit aber auch immer, hau mich. Ist der Typ weg oder hat er nur Kopfschmerzen? Alles okay, wirklich? Ich liebe Ronny, ja. Ronny ist so ein Du hast ihn geboxt? Das erinnert mich an eine Serie. Oh, früher, die gab es eine Serie im Fernsehen. Komm, alles okay. Ach, du bist halt einfach, doch, du bist einfach der Größte. Drei Engel für Charlie. Ja. Komm mal grad, bitte. Du weißt, dass ich ihn ficke, wenn er wieder kommt, ne? Ganz ehrlich, ich... Hör mal. Ist doch scheißegal, dann brauchen wir sich die Irre mit Hallo. Was? Hallo. 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 Ja, was hat er wieder gesagt? Können wir für dich tun? Kann man. Ich würde gerne einen Film drehen. Ich bin Filmproduzent. Pornofilm? Ja, habt ihr Bock mitzuspielen? Oh. Nee, drei Engel für Schmoker. Okay, und was macht man da in dem Film? Wir sind da Agenten und so. Ach, wir sind Agenten. Okay. Ja, Geheimagenten. So richtig wie beim FAB und so. Ja. Also ich meine, schießen kann ich schon ganz gut. Das müssen können wir da machen. Die bösen Bogen wegblasen. Okay. Oh, ja. Solange es nicht Alarm in Darm ist, ne? Nee, wenn, dann bleiben wir beim Blasen. Okay, ja. Wegblasen klingt gut. Hallo. Ab und zu pusten wir auch mal ein bisschen. Oh. Ne? Aber nur so ein ganz bisschen. Ach, nee. Ist in Ordnung, junger Mann? Hat sie Ihnen die Sprache verschlagen? Brauchen Sie einen Arzt? Ich wollte trinken. Nein. Oh nein. Ich soll trinken gehen. Schnappatmung. Insta-Suppe. Ach ja. Du hast gerade was konsumiert. Oh, das ist immer so schlimm. Der ist auch schön. Das ist ein Audi, ne, oder? So ein R8, ne? Geile Scheiße. Hässliches Kackteil. Ich finde den schön. Ich finde viele Autos schön. Aber sind ja, ist das ja auch manchmal. Ja. Ja, die Dame hat leider keine Zeit. Ja. Ja, sehe ich doch. Die hinkommen sollte, weißt du? Für eine kleine Kostprobe. Ich dachte, das wäre die da. Wer? Dann geht's nicht mit dazu. Hast du noch eine Hose bei? Was? Nee, wo soll ich denn eine Hose annehmen? Warum? Nur so. Was hat die denn gemacht? Was ist denn da los? Wo? Gott, stopp. Runde nur, schlaf gut. Bei dem musst du aufpassen. Warum? Der hat Rasierklingen unter den Armen. Komm. Also. Warte, ich muss mal telefonieren. Ja, bitte. Scheiße. Ja,
Was ist Udo? Wo ist das Dodo hin? Okay. Scheiße, was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Ist das von euch? Ist das dein Auto? Siehst du, Toto, das ist dein Auto. Das ist dein Auto, Dodo. Ja, der. Ja, lass uns nicht drüber reden. Warum ist er denn explodiert? Dein Auto rumpst aber Alter, ganz schön. Dodo. Ja. Hier musst du ADAC rufen, Junge. Das kriegst du. Das ist total Schaden. Ja. Das kannst du verschrotten, Dodo. Ja, na, Toto, kein... das war's mit deinem Rumpo. Ja, ruf mal ADAC an. Schöne schwarze wie, Lackierung, mal... Toto. Mhm. Hätte ich mir sparen können. Ist es dein Auto, Toto? Ja. Ja. Scheiße, was hast du gemacht? Ja, gar nichts. Der stand bei uns vorne. Das ist Totos Rumpo. Ja. Ich glaub, jemand will Toto tot sehen. Der ist total im Arsch, den kannst du nie mehr reparieren, Junge. Kannst du ein neues Auto kaufen. Ja. Ja, Dodo, dass du wusste, dass du dein Auto in den nächsten tut mir wirklich leid, Dodo. Hätte ich dir mein Rumpo gegeben, ne? Holla de Waldfee. Jetzt überleg mal, du da drin gesessen. Wie viel hast du bezahlt dafür insgesamt alles? Nee, der Fahrzeugbesitzer steht hier. Du solltest vielleicht mal deine Versicherung gerade informieren. Ich glaube, Vollkasko, oder? Vollkasko. Ja, ich hab Vollkasko. Ja, bin ich auch zum Glück abgeschlossen. Sehr gut, Toto. Warte, ein bisschen Spucke, ein bisschen Lack. Fertig ist der Hanno. Och, Herr. Ja. Jetzt wäre immer weg. Nein. Großartig, Toto. Nein. Aha. Aber warum? Warum ist er explodiert? Normalerweise müsste er für immer weg sein, oder? Total ausgebrannt, die Karre. Aber ich glaube, da kann die Vollkasko auch nichts mehr machen, Dodo. Was? Da kriegst du kein Geld für. Das ist selbst verschulden. Warum selbst verschulden? Ja, mit deiner CO-Dingsanlage. Den Kofferraum aufbekommst, Toto. Was, ein Kofferraum? Guck mal, ob du den aufkriegst. Kriegst du auf? Ja. Hol mal raus, Junge, alles. Was? Pappkarton ja, und Ofenrohr, fertig ist das. Ist der Deutz-Motor? Och, Herr. Aber komplett ausgebrannt. Scheiße. Eieiei, das wird teuer, oder? Zum Glück Vollkasko versichert. Ah, okay. Bei da welcher Versicherung denn, Dodo? Was? Bei welcher Versicherung denn? Da, wo ich ihn gekauft habe, beim Helmut. Ja, wie heißt die Versicherung denn? Gute Frage, muss ich mal in den Papieren nachgucken. Also, wie viel bezahlst du da einen Beitrag? $500, glaube ich. Ja, jährlich oder monatlich? Jährlich. Ja, aber billig, oder? Für so ein Auto? Ja, auf voll jeden Kasko. Fall. Vollkasko, das ist ja ein Schnapper, Dodo. Ja, auf jeden Fall. Das sind ja $45 im Monat Vollkasko. Ja, ich fahre ja auch auf 22%. Auf 22, also. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, natürlich. Wahnsinn. Also mit Insassenversicherung oder ohne? Ja, mit. Ja, natürlich. Ja, muss ja. Ja. Mit eigenem Parkplatz, ne? Ja, jetzt. Ich hatte einen eigenen Parkplatz. Hat es einen. Ah, scheiße. Das tut mir leid, Udo. Ah ja, macht nix. Ja. Komm, geh mal nach vorne. Ja. Auf was für ein Auto will der Franklin kaufen? Ich glaube Camacho. Was? Das war zu essen, du Idiot. Wie? Nein, so ein Carpaccio, das war zu essen. Nein. Ja, aber ich dir doch sage. Meinst du? Frag mal Frank. Das war zu essen. Carpaccio ist was zu essen. Camacho. Ja, du bist doch Camacho. Du bist Macho Macho in dem Kopf. Nee. Reinfeld, schlaf gut. Aber was ist denn hier los? Oh, die hauen sich. Was ist denn hier? Der haut eine Frau? Toto, helft ihm doch! Du bist doch von der Gang, Junge! Was? Sind alles, die machen das schon. Ey, bist... Guck mal. Du gehörst doch dazu! Was ist denn hier los, ey? Ja, keine Ahnung. Frank, deine Freundin wird verhauen. Nein, die verhaut. Also, okay. Wir müssen mit dir einen Deal machen. Ja, welchen?
Würdest du uns beiden kreditwürdigen Kredittypen einen Kredit gewähren? Wir haben doch schon lange alles durchgekaut. Was nervt ihr denn mit dem gleichen nochmal? Okay, wir bräuchten morgen 20.000. Okay. Nee, die sind klarer. Ja. Was willst du wieder haben? Hallo Stulle, hallo Galle. Ihr habt doch schon sogar die Prozente abgemacht. Wollt ihr mich ficken? Ich hab's verkackt. Ich hab's vergessen. Wir wollten euch viel mehr sogar als 20.000 geben. Ja, aber pass mal auf. Also wir waren heute auf. Komm mal mit. Oder kann das sein, dass Du vielleicht die Unterbombe leuchtet? Hab ich auch gehört. Ja, aber dahinter hatten wir. Ja, stimmt. Dahinter. Ja. Das sind doch die zwei, die Joints von hast uns. Hast du gesehen, der hat einen Hammer gezogen. Kaufen wollen, ne? Oder? Das sind die doch, ne? Ja, das Auto stand auf der LSC, da waren gar keine blauen. Ich meine ja, ne? Ich habe meine gegen den Bike getauscht und die hätte mir auch 42 für die gegeben. Ja, ne? Was hast du, Dodo? Oh, die haben das direkt erledigt. Dodo, stell dich mal da vorne bei. Hör mal, was die reden, die zwei komischen Typen da. Mit Frank, bitte. Nee, die sagen nicht ohne Grund, die wollen mit Frank alleine reden. Alter, bist du, was ist aus dir geworden, Junge? Nee, geht nicht. Wir können da mal gucken hier. Stell dir noch an, Freunde von uns belästigt. Oh. Und wer Frauen vom Unicorn belästigt, so, der kriegt halt straight aufs Maul. So ist es immer schon so gewesen. Nein, guck mal, pass mal auf. Ja, ich wollte ihm einfach nur eine Faust geben, so, ja? Hab gesagt, du kriegst jetzt von jedem von uns eine Faust, dann hast du gegessen, ja? Und er meinte dann, hä, wer bist du denn? Was willst du von mir? Ich sag ihm, wer ich bin. Und dann gibt er mir eine. Ganz einfach. Und dafür hat er kassiert. Warte mal. Zug, sei mal ruhig ganz kurz. Warte. Oh, Zeit. Wir sehen, wenn wir am Boden liegen. Oh, was ist denn hier wieder los? Ja, warum kommt denn nicht die normale Polizei? Einer bitte nur. Wer hat das gesagt? Ich hab das gesagt. Komm mit. Die sollen doch direkt, komplett Armee hier reinbringen. Ja, Panzer. Wieso kommen die denn? Ja, keine Ahnung. Und nicht die Polizei. Alter, kann das sein, dass du immer noch strunksdoof bist und überhaupt nichts weißt? Ich weiß doch nicht, warum die kommen. Du musst deine Ohren immer mal haben. Wieso hat er den jetzt mitgenommen? Der ist ja weg. Voll umgehauen oder was? Haben sie sich gegenseitig? Den einen Mann, da kommt er wieder. Guck mal. Ach so. Da kommen die wieder. Jo. Also. Haben die sich gegenseitig da ausgenockt oder? Du brauchst gar nicht weiter. Mädchen, alles okay. Da weißt du Bescheid. Ei. Weißt du, was willst du? Komm, wir gehen da vorne nochmal. Ich hab Panzer. Hört dich das? Dann verpiss dich hier. Oh. Ist das dein Auto? Wo? Da. Warte mal. Ja, komm mal ein Stück raus. Hast du? Ja, ist nicht mein Auto. Nee? Ah, okay. Ich glaube nicht, warte mal. F? Nee, ist nicht mein Auto. Dein Auto? Nee, ich glaube nicht. Mein Auto steht hier in der Nähe. Ich lauf da mal kurz hin. Ja. Das war doch nicht mein Auto, oder? Nee, hier steht die Karre doch.
das eigentlich? Nee, da vorne steht das Auto, das ist nicht meiner. Was? Das ist nicht mein Auto. Okay. Ist das denn nicht dein Auto? Nee. Ah. Wunderbar. Wollen wir mit denen reden, Jan? Wem reden? Mit Blau. Für mich ist die Sache ja geklärt. Ja, wollte ich versuchen, wenn Rick dann schon mal losgeht, die da fast Schießerei haben, so eine Kacke. Ja, komm, wir beide reden mit denen. Ach. Du redest mit denen. Ah, habt ihr Stress mit dem Blau? Ja, alles cool, Digga. Okay. Komm mit. Oder Herr Dr. Schmucker? Ja, hallo. Ja, schönen guten Abend. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's denn? Ja, gut, aber ich muss ja gerade gucken. Das ist wichtig. Ja, ich gucke auch gerade hier. Was ist da los? Ich weiß das nicht. Das nennt man Schaulustige. Ich bin gar nicht so lustig. Puma, aber ich schlaf gut. Keine Gnade, Läuferlinie, ja, ja. Der steht bei der Kreuzung, genau. Und zwar Ronny mit daran beteiligt, der die Weiber angegraben hat, ja. Und zweitens, wenn er mir da so ankommt und meint, mit mir reden zu müssen, als wäre hier der King, dann kriegt er von mir auf die Schnauze, ganz einfach. Amigo, ich glaube, das mit Ronny ist ein Fehler. Der Ronny ist gerade eben erst vom Hotel gekommen. Ja und? Wie, warum der... Hä? Dieser Fall ist doch vor BD passiert. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der überhaupt dahin? Hä, weil seine Frau ihm bewusstlos auf dem Boden liegt? Oh, der war doch hier. Nee, Sohnemann war ja eben noch mit ihm um ich glaube, 21 Uhr oder so. Spielt auch keine Rolle, so, weißt du? Er hat ja davor von mit mir ihr schon eine kassiert, weil er zu mir frech war, ja? Und dann war er weg. Und dann war er jetzt gerade eben nochmal wieder frech und meinte, mich anpöbeln zu müssen. Und dafür hat er wieder kassiert. Meinst du Ronny oder meinst du den? Ich meine Stefano. Ronny. Stefano hat auf die Fresse bekommen, weil er die Weiber angegraben hat. Ja. Ja. Weil er richtig aufdringlich war, ganz einfach. Die, was sollen wir sagen? Stone Cold, ich hab danke für den Host. Ich hab gesagt zu ihm, Digga, du kriegst jetzt von jedem von uns eine Faust. So hätte er mich nicht zuerst geschlagen, Bruder. Weißt du, wäre es für mich in Ordnung gewesen, so, wenn er von uns allen eine Faust bekommen hätte dafür. Aber es ist halt deswegen eskaliert, ja? Egal, passiert. Ja, fertig. Also für mich ist die Sache durch, so, keine Ahnung. Wir können daraus jetzt auch eine größere Sache machen, als es ist, aber ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Passt so. Nö, alles cool, Mann. Gehören die beiden zu euch, oder was? Oh, sind nur Kollegen. Okay, ja, dann sollten wir das eigentlich mit denen klären, hä? Nicht mit euch. Ja, irgendwie so. Okay. Weil, keine Ahnung, aber ihr wart auf jeden Fall bereit, jemanden zu töten da für ihn, ne? Weil du hast ein Messer gezogen, Bruder. Amigo, ich wollte dir einfach nur eine Faust ziehen, damit du zwar bewegst, weil du hast mit deinem Billardstock umhergeschlagen, weißt du. Pack mal deinen Busch. Besser gesagt, Ronny ist ein sehr guter Freund von uns. Für den hast du ja gesehen. Okay, ja, keine Ahnung, ich wollte nicht gegen euch gehen, so, du hast ja recht. Ja. Master Chief. Nur wenn ein Messer gezogen wird gegen mich, Bruder, dann reagiere ich halt anders, ja? Deswegen. Ne, alles cool, gut. Was macht der da? Aber brauchst du Hilfe beim Feuer anmachen? Ne, willst du ein bisschen wie Ronny tickt da? Stefano, ey. Naja. Nee. Eigentlich so, aber. Slim. Aber. Ach, was für ein schöner Abend, wa? Opa tut ein Schelmut wieder gesehen. Das war schön. Aber ich frage mich, warum die hier rauskommen und nicht die normale Polizei. Entschuldigung. Ja, bitte. Darf ich was fragen? Na klar. Sind Sie Polizei oder so? Ja, oder so. Ja, oder so. Warum kommt nicht normale Polizei? Die ist auch gerade schon vorbeigekommen. War die schon hier? Die war gerade schon hier, ja. Ah, okay. Dankeschön. Ja, kein Problem. Schönen Abend. Gehen wir.
Und? Ja, die normale Polizei wäre schon hier gewesen. Hast du die gesehen? Nö. Ich auch nicht. Hey, ist das der DJ-Unit? Ich glaube, ja, ja. Das ist die. Ah, okay. Ja, das kann sein. Was? Nix. Okay. Sonst alles gut bei dir? Ja, ja. So weit, so geht. Hast du mich vermisst? Natürlich habe ich mich vermisst. Ja. Ganz toll. Also. Ja. Darf ich mal drücken? Ey, warte mal. Warten. Dodo? Ja. Warum? Wie, warum? Ich frag schon, warum? Muss er morgen nicht früh raus? Natürlich. Natürlich muss ich früh raus. Ja, also? Ja, ich weiß. Ja, du bist krank. Nein. Doch, du musst zum Doktor. Das ist eine Sucht. Das ist eine Sucht bei dir. Nein. Du bist vollsüchtig, Junge. Du bist vollsüchtig. Ja. Na gut, schlaf. Ja, du auch. Schlaf schön. Der ist vollsüchtig, geht ja asüchtig, ey. Kalle. Du bist super, wie du bist. Dankeschön. Der ist voll GTA-süchtig, oder? Och, ja. Ob man dem irgendwie helfen kann, noch, ich weiß es nicht. Von morgens bis abends in GTA gefangen. Welcome to my world. Ach, du. Ist es vielleicht so bei GTA? Oder bei den Rollenspielsachen? Dass man da dieses ausleben kann, was man normalerweise gar nicht macht, möchte, darf oder sonst was. Wie ist das denn beim Smoke? Darf man normalerweise nicht bekloppt? Ich doch, ich bin bekloppt, ne? Oder? Ja. Ach, schön. Schön. Hä, wo ist denn mein Auto? Da ist er doch, ne? Oder ist er der nicht? Doch, ne? Das ist doch meine Karre, ne? Ne, das ist gar nicht mein Auto. Scheiße. Warte mal. Wo ist mein Auto? Hä? Ich würde sagen, Gerrit, du bist anders. Das auf jeden Fall. Was ist mein Auto? Wo steht das denn? Ach, scheiße, ich weiß wo. Ich sag lieber nichts dazu. Wow, bitte. Hier ist mein Auto. Hier. Weißt du, was mich freut? Was mich echt freut ist, dass Opa Tutan Chelmut, ne, jetzt Diebesgut im Auto hat, im Kofferraum. Und daran wahrscheinlich auch nicht gar nicht mehr denken wird. Ich würde mich jetzt echt freuen. Wann kommt er wieder? Freitag, ne? Ja. Wenn Freitag? Wenn er in der Polizeikontrolle. Ach ja, schön. Ja. Aber er hat ja gesagt, wir sehen uns Freitag, ne? So ein bisschen für Sorgen. Dass die Polizei uns mal da anhält. Ja. So, fahren wir da oben.